Verhältnisse. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Freilich zu später Stunde, aber gut zwei Wochen ist es her, dass die Iren in einer Volksabstimmung gesagt haben, sie wollen, dass zukünftig auch Homosexuelle eine Ehe eingehen können. Und zwar nicht irgendwas dazwischen, sondern eine Ehe im klassischen Sinne. Und das hat auch hierzulande die Debatte um die Homo-Ehe oder besser die Ehe für alle neu entfacht. Und wir führen sie auch mit der Generalsekretärin der SPD, Yasmin Fahimi. Mit Frauke Petri aus dem Bundesvorstand der AfD. Bei uns ist der CSU-Politiker Thomas Goppel und der schwule katholische Priester Norbert Reicherts. Herzlich willkommen. Morgen, eigentlich muss man sagen, heute schon, ist die Ehe für alle Thema im Bundestag. Freitag dann auch im Bundesrat. Und womöglich bekommen wir hier irische Verhältnisse. Herr Goppel, Sie können sich vorstellen, dass uns die versammelte Führungsriege der Union hier geradezu die Tür eingerannt haben. Wir haben sie alle abgelehnt, Herr Kauder, Herr Bouffier, alle, wie sie bei uns unbedingt rein wollten. Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Tillich, Herr Laschet, nee, war ein Spaß. Tatsächlich ist niemand gekommen. Sie sind hier, das finde ich super, finde ich wirklich klasse. Aber haben Sie eine gute Erklärung für den kollektiven Tauchgang der Unionsführung? Ich finde schon. Soweit ich das beurteile und mitkriege, und ich bin jetzt 68 Jahre alt, also ein ordentlicher Brocken, die ganze Zeit dabei gewesen, habe ich mitbekommen, dass in Deutschland in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich ganz unglaublich viel sich entwickelt hat in Richtung von Gleichbehandlung aller Erwachsenen. Und da ist der erste Unterschied spürbar. Ich habe nichts dagegen, dass alle Erwachsenen gleich behandelt werden und jeder, der gerne seine andere Vorliebe, sich mit anderen zu treffen, wie auch immer, ausleben will, kann das, ohne Schwierigkeit. Die letzten Hürden dazu werden gerade mit 30 Gesetzesänderungen genommen. Ob es die letzten sind, weiß ich nicht, das wird sich herausstellen, wenn man diskutiert, aber es war ein Riesenbrock von Gesetzesänderungen, der ansteht und der, glaube ich, miteinander gut bewältigt wird, auch mit der Union. Worum es geht, am Ende sind die zwei Unterschiede. Der eine ist eine Ehe ein eigenes schützenswertes Institut und ist das Adoptieren von Kindern ein Problem, ja oder nein? Die darüber zwei bleiben sonst nichts. Darüber kann man ja auch diskutieren. Warum kommt keiner aus der CDU und CSU? Das weiß ich nicht, weil die miteinander in der Diskussion stehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich komme, weil ich der Überzeugung bin, dass die Position vertretbar ist und dass man sie nachhaltig vertreten kann, jenseits davon, dass ich nicht einen einzigen ankreide, dass er anders denkt als ich. Damit man es recht versteht. Ich komme überhaupt nicht an die Idee. Ja, selbstverständlich. Unterstellen Sie Feigheit? Nein. Unterstelle ich nicht. Sie haben Feigheit niemand gefragt, sich öffentlich zur Diskriminierung von anderslebenden Menschen, von homosexuellen Menschen zu äußern? Wenn überhaupt, dann ist es Abwartehaltung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die in der Diskussion das, was sie ja in der Öffentlichkeit auch sagen, nämlich die Behandlung durch das Verfassungsgericht und durch andere Institutionen, abwarten wollen, bevor sie eine politische Entscheidung treffen. Und dazu trägt also lassen die sich treiben vom Gericht und sind bis das nicht entschieden hat, ein bisschen orientierungslos? Nein, es gibt eine ganz einfache Regelung. Wir haben 1945 ein Grundgesetz verabschiedet mit 4/5 aller Deutschen, Entschuldigung, 3/4, ich will niemanden klein machen, schon gar nicht, Frau Petri, Sie. Aber die 3/4, die da sind, die haben 1945 ohne jeden Widerspruch, nicht von Kommunisten, von niemandem, auch von den Betroffenen nicht, keine Einrede gesagt, wir nehmen das christliche Menschenbild als Grundlage und nehmen das als Basis. Und in dem christlichen Menschenbild steht drin, dass die Ehe eine bestimmte Einheit ist und diese Einheit, Ehe im Sinne von Familie, Vater, Mutter und Kind, das ist etwas, was verändert werden kann durch das Verfassungsgericht oder durch 2/3 Bundestag. Ich weiß, dass es manchem lieber wäre, es würde der Bundestag machen. Wir sind der Meinung, es ist eine so grundlegende Entscheidung, das höre ich in der Union jedenfalls und nehme das ernst. Eine so grundlegende Entscheidung kann man nicht einfach nur so im Vorübergehen der Tageslaune entsprechend entscheiden. Und Sie haben ja mit der Tageslaune angefangen. Irland hat gerade Laune und deswegen wollen wir auch. Und da mache ich nicht mit. Na, ich habe nur gesagt, genau, die haben eine Volksabstimmung gemacht und das hat die Debatte neu angefangen. Und jetzt hängt es da ganz davon an. Ich weiß, Sie können so charmant lachen, dass man genau weiß, was Sie denken. Es ist gut, dass ich das mitkriege. Frau Fahimi, dann lache ich Sie jetzt kurz charmant an und wende mich darüber. Verhält sich die Bundesregierung hier diskriminierend, weil sie eingetragene Lebenspartnerschaften bislang immer noch nicht der Ehe gleichgestellt hat?
Es gibt einen Auftrag an die Politik, ganz eindeutig, dass wir hier zu einer Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften bzw. Ehen finden müssen. Der Auftrag, finde ich, ist sehr eindeutig. Und ich muss doch ein bisschen widersprechen, das ist nicht eine... Darf ich noch mal nachfragen, verhält sich die Bundesregierung, zu der die SPD gehört, hier diskriminierend? Nein, wir verhalten uns nicht aktiv diskriminierend. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir als SPD uns wünschen würden, diesen letzten Schritt, um den es geht. Und ich würde das korrigieren, was Herr Goppel gesagt hat. Es geht in der Tat nur noch um die Frage und um die Unterscheidung im Wesentlichen des vollen Adoptionsrechts, dass wir das einräumen sollten. Und hat die SPD eine klare Position. Wir haben überhaupt erst die Grundlage geschaffen. Weil, dafür, nochmal, ich will auf das zurück, was wir im Film ja gezeigt haben. Es gibt einen Entschließungsantrag des Bundesrats am Freitag, den die SPD geführten Länder vorantreiben. Und meint sich aber selbst, wenn sie sagt, der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die weiterhin bestehende Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Paare zu beenden. Also sehen Sie eine bestehende Benachteiligung. Deshalb habe ich Sie gefragt, es gibt eine bestehende Benachteiligung. Das sehe ich so. Und warum ändert die Bundesregierung das mit Hilfe der SPD? Das ist unser Wunsch als Bundesregierung, das auch zu ändern. Nur wir stellen die Bundesregierung nicht alleine, sondern wie bekannt ist, sind wir der kleinere Partner in dieser großen Koalition. Und einer blöden Situation. Haben das auch in den Koalitionsverhandlungen bereits versucht zu erstreiten. Wir haben sogar eine Verhandlungsrunde daran scheitern lassen und mussten am Ende so etwas, ich sage das mal, wie eine Güterabwägung machen, ob wir das Gesamtpaket des Koalitionsvertrages, in dem es ja nun bekanntermaßen um sehr viel mehr geht, ob wir dort substanzielle Veränderungen und Verbesserungen für Menschen, die keinen menschenwürdigen Lohn bekommen, erreichen wollen, ob wir für zum Beispiel auch die Mütter, die Kinder vor 1990 geborene Kinder haben, verbessern wollen in der Rente. Das betrifft Millionen von Menschen und wir mussten uns entscheiden in einer Güterabwägung, ob wir für die bereits 80.000 bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaften eben hier eine Verbesserung. Nee, es sind 80.000 eingetragene Lebenspartnerschaften. 35 ist richtig, aber das ist im Prinzip. Und es ging ja hier nicht um eine substanzielle Verbesserung der Lebenssituation, sondern in der Tat um das, worüber wir heute Abend diskutieren, eine Diskriminierung, die wir sehen, die wir auch nicht leicht nehmen, für die wir kämpfen. Aber in dieser Güterabwägung haben wir einen Koalitionsvertrag beschlossen, den wir auch durch unsere Mitglieder haben bestärken lassen. Wir haben es uns damit nicht leicht gemacht. Aber das muss man ja im Gesamtpaket sehen. Damit kann man ja nicht die Regierung in Frage stellen. Aber wir sind in der Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Gleichberechtigung zwischen Lebensgemeinschaften und Ehe ganz klar in unserer Position und würden es sehr begrüßen, wenn die Union diese Frage für sich nun klärt und wir den letzten Schritt, den es jetzt noch zu machen gilt, endlich gehen, bevor wir auch in dieser Frage von den Gerichten eingeholt werden. Warum, Frau Petry, fänden Sie es gut, dass Homosexuelle in Deutschland weiter benachteiligt werden? Na, ich möchte nicht von einer Benachteiligung sprechen. Ich finde auch das Wort Diskriminierung an dieser Stelle nicht angebracht. Denn was wir haben, sind Unterschiede. Das ist richtig. Wir haben einen Unterschied zwischen der Ehe, die immer noch verstanden wird, das stimme ich Herrn Goppel vollständig zu, als eine Einheit aus Vater, Mutter und Kindern. Der Ort, von wem wird das Kinder, so verstanden? Von Ihnen? Ja, von mir, und da bin ich nicht ganz alleine damit. Der Ort, also, wo Kinder auf jeden Fall auf die Welt kommen. Es gibt auch andere Gemeinschaften. Es gibt ja auch heterosexuelle eingetragene Lebenspartnerschaften. Nicht jeder muss heiraten, um Kinder zu bekommen. Aber die Tatsache, dass homosexuelle Paare noch keine Kinder adoptieren können, zumindest in dem Fall der Fremdadoption, das finde ich durchaus nicht diskriminierend, denn es sollte doch vom Kindeswohl her gedacht werden. Und in vielen Bereichen der Gesellschaft, wenn es ums Kindeswohl geht, geht es darum, dass das Kind beide Eltern braucht. Das ist in der Familienrechtsprechung aus gutem Grund so. Und auch in der Bildung achten wir darauf, dass Kinder, Jungs und Mädchen, Vater, Lehrer und Lehrerinnen in der Schule zu Gesicht bekommen. Und deswegen, wenn wir darüber reden, dass es einen Unterschied gibt, dann bejahe ich diesen Unterschied. Ich finde den nicht schlimm. Und ich möchte auch ein bisschen über die Verhältnismäßigkeit nachdenken. Denn wir reden über eine relativ kleine Anzahl. Sie sagten 80.000. Ich glaube, die Zahlen aus 2013 sind bei irgendwie 35.000 eingetragenen Lebenspartnerschaften und an die 70.000 gleichgeschlechtlichen, aber nicht eingetragenen Partnerschaften. Die sind für mich als Zahl
wichtig, aber im Vergleich zu ca. 18 Millionen Ehen stellen sie bei Weitem nicht die Mehrheit. Und ich frage mich, ob das tatsächlich ein derartig relevantes Problem in unserer Gesellschaft aber ist. Aber ich glaube, so denkt man Diskriminierung, dass man hinschaut bei kleineren Gruppen, ob die benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber so sieht es das Grundgesetz vor. Ja, aber die Rechte sind ja weitgehend hergestellt. Wir haben ja selbst gerade schon übereinstimmend festgestellt, dass es außerhalb der Kinderadoption so gut wie keine Unterschiede mehr gibt. Das finde ich in Ordnung. Wer füreinander sorgt, sollte auch an dieser Stelle eine Gleichstellung erfahren. Aber die Ehe ist meiner Ansicht nach mehr als nur eine Versorgungsgemeinschaft. Denn sonst könnte man in der Tat auch darüber nachdenken, diese Institutionen für alle möglichen anderen Formen des Zusammenlebens zu öffnen. Und das ist eine derartig tiefgreifende gesellschaftliche Frage, dass sie öffentlich und kontrovers diskutiert werden muss. Herr Reichert, leben Sie Ihrem Gefühl nach in einer richtigen Ehe? Ja, und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was Sie sagen. Ich werde immer angesprochen, wie es denn in meiner Ehe mit meinem Mann ist. Also ich werde auf die Ehe angesprochen, ich werde nicht auf die Lebenspartnerschaft angesprochen. Ich glaube, dass die Menschen vor Ort viel weiter sind als die Politiker. Und die haben viel sehr, dass die Gleichheit und wichtig ist, dass das klar ist. Wir werden immer gefragt, wie, ihr seid nicht verheiratet. Wir müssen das erklären. Das wird nie von anderen Leuten erklärt. Wir müssen das erklären, weil die Menschen eigentlich davon ausgehen, dass wir bereits verheiratet sind. Und seitdem mir das klar geworden ist, dass die Menschen das auch so sagen, spreche ich ganz eindeutig von meiner Ehe und von meinem Mann. Das Zweite, was ich gehört habe, natürlich das Kindeswohl steht auch immer im Vordergrund, aber ich glaube, Sie müssen sich auch ein bisschen informieren. Es gibt von der Humboldt-Universität 2012 eine Studie, wo deutlich wird, dass Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben, in vielen Dingen sogar noch viel besser versorgt sind als Kinder in heterosexuellen Beziehungen. Und ich glaube, umgekehrte Studien. Ja, aber ich glaube, dass Sie sollten sich wirklich mal deutlich machen und Sie sollten mal die Erfahrung machen, die ich jeden Tag mit den Regenbogenfamilien im Rubicon, wo ich arbeite, das ist ein Lesben- und Schwulenzentrum. In Köln. Da sieht man einfach, wie gut das ist und wie schön das sein kann. Natürlich gibt es wie überall in jeder Familie auch da Schwierigkeiten, aber das ist nichts. Ich habe die Erfahrung aus der eigenen größeren Familie und ich habe gar kein Problem damit, dass Menschen so zusammenleben, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Aber das ist dennoch immer noch die Frage, ob Gesellschaft zukünftig Ehe so definieren will. Das Zusammenleben, wenn es funktioniert, wunderbar. Bringen wir es auf den Punkt. Ist eine Ehe erst eine richtige Ehe, wenn sie, wie bei Ihnen, 4 Kinder hervorbringt? Oh nein, eine Ehe ist eine Ehe, wenn Mann und Frau sich zusammentun, auch in der Absicht, nicht natürlich in freier Entscheidung, auch Kinder zu bekommen. Was ist, wenn zwei 70-Jährige sich kennenlernen im Seniorenheim und sagen, boah, das ist jetzt die Liebe meines Lebens, ich versuche es nochmal, ich heirate. Dürfen die das dann in ihrem Denken nicht? Natürlich dürfen die das. Ich meine, es ist ja auch überhaupt nicht gesagt. Da erwarten sie aber keine Kinder mehr, oder? Nein, es ist ja auch nicht gesagt, dass eine Ehe Kinder hervorbringen muss. Ich glaube, das... Nein, ich will es rauskriegen, Frau Petri. Ich will rauskriegen, warum Sie... denken, dass der Ehebegriff nur so zu verstehen sein kann. Sie sehen sich ja da, so höre ich Ihnen zu, an der Spitze einer Mehrheitsbewegung. Und möglicherweise ist das gar nicht so, wie Herr Reichert es Ihnen auch schildert. Vielleicht ist die Mehrheit der Deutschen inzwischen schon viel weiter als Sie. Nein, wir akzeptieren beide, dass es die nebeneinander Partnerschaften unterschiedlichster Art gibt. Gibt es überhaupt keine Diskussion? Warum gestatten Sie dann nicht, dass das eine Ehe ist? Es ist ein großer Unterschied, ob Sie nachträglich eine Einheit, die Sie gebildet haben, aus welchen Gründen auch immer, so benennen, unbedingt, aus welchen Gründen auch immer. Nein, es gibt ja die Unterschiede. Nein, ob diese Gemeinschaft, die sie miteinander bilden, denn zum Ziel hat, dafür zu sorgen, die Generationenfolge sicherzustellen und das alles entsprechend zu leben. Und dieses ist ein Unterschied. Sie können jederzeit sagen, das alles ist als Möglichkeit gegeben. Und deswegen ist übrigens der Kamm-Karrenbauer-Satz ein richtiger, weil Sie gesagt haben, wer anfängt mit der Feststellung, dass wir mit Männern zusammen, Frauen zusammen sein können, warum soll der was dagegen haben, dass die Liebe auch woanders aufkreuzt? Bei Sohn und Vater und was weiß ich. Sie haben drüber geschrieben, Ehe für alle, deswegen können wir nicht nur Homopartnerschaften diskutieren. Das kann man nicht so. Das kann ich aber so nicht
stehen lassen. Nein. Das kann ich so nicht stehen lassen. Es geht hier nicht um das, was Ehe ist, sondern es geht um die Gleichheit. Was Sie gern hätten. Was wir gerne hätten. Was das Grundgesetz genauso sagt. Würden Sie uns hier diskutieren lassen? Das hat ja keinen Zweck, wenn immer jemand was reinschreit. Das überträgt sich überhaupt gar nicht nach außen. Man hört nur, dass da Unruhe ist. Und Sie merken ja, wir diskutieren hier ernsthaft. Vielleicht lassen Sie uns das kurz einen Moment. Würde mich freuen. Sonst versteht man gar nichts. Ich möchte noch mal wirklich, Sie haben sehr bewusst gesagt, vom Grundgesetz gesprochen. Ich bin ein großer Fan unseres Grundgesetzes, weil wir wirklich die Freiheit und die Gleichheit einfach als wichtigsten Punkt einfach da drin stehen haben. Und wenn Sie sagen, dass das christliche Weltbild, Menschenbild dort reinsteckt und nicht widersprochen werden, da will auch kein Mensch widersprechen. Das christliche Menschenbild geht nämlich auch von der Gleichheit aus. Und nur weil Sie von einer kirchlichen Weltbild kommen, ist das etwas anderes als das christliche Weltbild. Und das Zweite ist, dass die Menschen, die vor Ort sind, ja, die das so beschlossen haben, auch mit der Ehe von Mann und Frau und der Familie, aus welcher Tradition sind die denn gekommen? Das Gesetz gegen Homosexuelle ist schon im 18. Jahrhundert geregelt worden. Dann gab es die Verstärkung in der Nazi-Diktatur. Und die Leute haben dann das weitergeführt. Wir haben den Paragraphen 175 bis in die 90er Jahre gehabt. In den 50er, 60er Jahren sind die Leute verfolgt worden. Ich kenne selber Menschen, die... Ich doch überhaupt nicht. Aber Herr Reichert, verwechseln Sie nicht eine Gleichstellung gesetzlicher Art mit Gleichheit? Wir sind nicht alle gleich. Das hat nie jemand behauptet. Sie erleiden doch an der Stelle überhaupt keinen Mangel. Sie können aber in der doch. Form zusammen sicher leben, doch. Es werden, möchten. So mit der SPD, das kann ich Ihnen ganz gesagt, ich kann Ihnen sagen, wo der Mangel besteht. Ich arbeite mit älteren Lesben und Schwulen zusammen, vor allem mit den älteren Schwulen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was die Menschen in diesen 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik nach diesem... Aber da sind wir doch gar nicht mehr. Aber natürlich sind wir heute. Die leiden heute noch, weil sie eben nicht diese aber Gesetzlich vor dem Gesetz führen. Hat sich eine ganze Menge geändert, oder nicht? Es hat sich eine Menge geändert, aber eben noch nicht alles. Und darum gilt es ja auch nicht. Doch, die Menschen müssen anerkannt werden in ihrer Gleichheit. Muss es geändert werden, Frau Fahimi? Also zunächst einmal der Grundgesetzartikel, dass alle Menschen gleich zu behandeln sind, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht etc. etc. ist nicht eine Gleichmacherei, wie Frau Petri uns das hier vorstellen will, sondern das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Sinne von Gleichheit vor dem Gesetz und Schutz vor Diskriminierung gemeint. So, das zunächst einmal. Lange aber anders. Und der Punkt, der hier zu Recht eingefordert wird, ist, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir zwar ermöglicht haben, dass es überhaupt eine rechtlich geschützte Konstellation gibt, wie eben die Partnerschaft, die eingetragene Partnerschaft, die heute möglich ist, die wir dann auch noch mal ausgeweitet haben, im Übrigen auch gemeinsam mit der FDP, das war nicht nur die rot-grüne Regierung, und die dann aber von den Gerichten weitere Rechte erstritten wurden. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir in Deutschland ein Modell haben für mischgeschlechtliche Partnerschaft, das ist die Ehe, und wir haben ein Modell für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, das ist die sogenannte anerkannte, eingeschriebene Lebenspartnerschaft, die nämlich nicht für heterosexuelle Paare offen ist. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir zwei rechtliche Definitionen von gemeinsam verbrachten Leben und sozusagen den Pflichten und Rechten, die da drin definiert sind, haben. Das eine für Heterosexuelle, das andere für Homosexuelle. Warum? Weil die SPD es so eingeführt hat. Nein, wir haben erstmal die Grundlage dafür geschaffen, dass wir heute überhaupt über das reden, worüber wir heute reden können. Aber ich finde das interessant, Frau Fahimi, lassen Sie mich bitte einmal den Gedanken noch mal zu Ende führen, weil er mir wichtig ist. Und ich finde, hier kommt zu viel durcheinander in der Debatte. Wir sind im Grundgesetz jetzt nicht, wir stehen nicht vor der Frage, ob wir dort ändern müssen, dass die Ehe im Sinne des christlichen Menschenbildes anzupassen ist oder zu verändern ist. Das steht nämlich nicht im Grundgesetz, sondern da steht drin, dass es eine zu schützende Institution ist. Da steht nicht drin, dass es nur für
gemischtgeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche ist. Das heißt, es gibt genügend auch rechtliche Bewertungen, dass eine Grundgesetzänderung gar nicht notwendig ist. Darum würde ich mich aber jetzt gar nicht streiten wollen. Der Punkt ist, dass es am Ende doch um eine ganz andere Debatte geht. Es geht um die Frage, ob wir in unserem Bewusstsein endlich anerkennen, dass Homosexualität nichts Abnormales oder Perverses ist, sondern dass es natürlich zum Menschsein dazugehört und dass wir diese Art der Diskriminierung, die es in unserem Bewusstsein doch schon längst gibt, in der Mehrheit der Menschen, dass wir sie endlich abstellen. Frau Fahimi, ich will Ihren Gedanken aufnehmen, das Ganze noch mal ordnen und mich auch kurz ein bisschen reintauchen mit Ihnen, damit man sich das noch mal alles ein bisschen vergegenwärtigt. Denn Herr Goppel, andere haben hier ja schon angesprochen, es hat sich eine Menge verändert. Aber was denn eigentlich? Denn als die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000 das Lebenspartnerschaftsgesetz eingebracht hat, was dann 2001 in Kraft trat, da hat die SPD auch immer wieder begründet, dass es ihr wichtig ist, zu zeigen, dass Lebenspartnerschaft und Ehe nicht das Gleiche ist und auch nicht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes steht. Das hat die damalige Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin mehr als einmal genauso gesagt. Was hat sich seitdem denn grundlegend verändert, dass auch Ihre Partei, die dieses vorangetrieben hat, aber auch an einer Stelle begrenzt hat, mit guten Gründen, dass sich das jetzt anders darstellt für Sie? Naja, das ist eine sicherlich auch galoppierende Debatte, die ich richtig und gut und notwendig finde, wo wir eben die Grundlage dafür geschaffen haben, dass wir heute über eine solche weitere Anpassung reden können. Und ja, es gibt zwei Modelle. Im Übrigen, ich sag mal, ich würde ja auch dafür plädieren, im Zweifelsfall beides vielleicht sogar beizubehalten. Es gibt eben eine doppelte Diskriminierung in beide Richtungen. Sie haben vorhin das Beispiel des Seniorenpaares beschrieben. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung in Frankreich, wo es dieses Modell sozusagen eingetragener Lebenspartnerschaften auch gibt, dass dort Seniorenpaare in wilder Ehe zusammengelebt haben und die eine gewisse innere Hemmung haben, wenn sie nach 40, 50 Jahren ihren Lebenspartner, ihren Ehepartner verloren haben, dann noch mal einem anderen ein Eheversprechen zu geben, weil es natürlich auch um eine sehr individuelle, emotionale Frage geht. Aber es dann einen Run gegeben hat, einen Ansturm gegeben hat auf die eingetragenen Lebenspartnerschaften, die in Frankreich für beide Konstellationen möglich sind. So, und ich finde, dass man auch darüber nachdenken kann, beide Modelle beizubehalten. Aber es geht darum, ob homosexuelle Paare sich einfach mit allen Rechten ausgestattet das Ja-Wort vom Standesamt auch geben können, weil nämlich das dann nicht mehr notwendig ist, was Herr Goppel vorhin erwähnt hat, dass wir in der Folge ganz viele Gesetze und Verordnungen anpassen müssen, damit es die gleichen rechtlichen Bezüge gibt, wie sie automatisch der Ehe in unserem Grundgesetz zugesprochen werden. Okay, Sie haben gesagt, glaube ich, auf die Frage nach, was hat sich verändert? Gesellschaftlich hat sich unheimlich viel verändert. Ja. Aber da mag ich Ihnen noch mal zu Gehör bringen, was das Bundesverfassungsgericht in mehreren Leitsätzen zu den Urteilen, die jetzt im Zuge der Angleichung gefällt worden sind, festgestellt hat. Zuletzt dann 2014 nochmal, 2012, 2014. Es gab ja 6 Urteile, muss man sich vielleicht auch nochmal vor Augen halten. Aber was Sie immer wieder gesagt haben, ist zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden Änderungen in ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist keine Ehe im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Heißt das also, Sie müssen das Grundgesetz verändern? Von mir aus können wir auch das Grundgesetz verändern, wenn es notwendig ist, um eben einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich für richtig und relevant erachte, um einfach, Gesetze sind doch nicht in Stein gemeißelt, wir haben doch andere Gesetze auch verändert. Und sie haben die Realität unseres Lebens abzubilden und uns nicht zu behindern in dem, wie wir uns entscheiden und entwickeln wollen als Individuen. Und dann muss man im Zweifelsfall gesetzliche Grundlagen auch anpassen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, auch unterschiedliche Verfassungsauffassungen von Richtern zu dieser Frage.
Von mir aus können wir auch das Grundgesetz an dieser Frage konkretisieren, damit es darüber keinen Streit mehr gibt. Am Ende geht es doch aber nicht um eine formal juristische Bewertung, sondern um die Frage, wie wir zusammenleben wollen und ob wir anerkennen, dass es schon lange jenseits der Ehe auch im Kindeswohl ganz andere Lebensmodelle gibt und dass eben Homosexualität nicht etwas Abnormales ist, das außerhalb einer solchen Vereinbarung zwischen Mann und Frau auf Leben aufs Leben ausgerichtet stattfindet, sondern dass das zum Menschsein gehört und dass wir aufhören mit diesen biologistischen Argumentationen. Müsste das Grundgesetz verändert werden in dem Punkt, Herr Goppel, und wäre Ihre Fraktion bereit? Nach meiner Meinung braucht es eine Definition nach den Urteilen der Verfassungsgerichte von vorher. Und außerdem gilt ein Grundsatz, den beide jetzt zweimal wirklich in Abrede gestellt haben. Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, Gleichheit gibt es nicht, sondern es gibt Unterschiedlichkeit. Und jeder von uns hat das Recht, in seinem Leben das zu machen, was er gerne möchte. Eben. Und dafür tun wir alles. Aber Artikel 3 ist doch dann jeder Mensch ist gleich vor dem Gesetz. Ja, nein, das ist aber unter dem Titel, der erste Artikel heißt Würde des Menschen. Weiß ich. Brauchen wir nicht streiten. Mhm. Und der heißt Unterschiedlichkeit. Und zwar vorm Gesetz ist er gleich, aber er ist genau nicht, darum geht es. Nein, darum geht es nicht. Doch, genau darum geht es. Es geht um die Frage, wie er persönlich diesem Gesetz gegenübersteht. Nein. Und diesem, doch. Sie können dann Mörder entschuldigen, Augenblick, weil Sie sagen, Sie machen, steht nun mal in einer schwierigen Situation. Was Sie machen, ist Menschen, darf mich unterbrechen, ich ihn nicht. Wie geht Menschen das? Und Bürgern das Menschsein und Bürgerrecht abzusprechen, wenn das nicht das Gleiche ist. Aber sicher ist nein. Das so. Nein, das ist nein. Es nicht. Wir müssen jetzt nicht eine Stunde darüber diskutieren, dann bildet sich jeder wieder seine eigene Meinung. Ja. Wenn meine Definition von Würde stimmt, dann gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Wenn Sie es haben, sind alle gleich. Das ist nicht der Fall. So, Nummer zwei. Vor dem Gesetz sind nicht alle Menschen gleich in Deutschland? Nein, die sind, es ist, Moment. Ja, genau Moment. Das habe ich gesagt. Nein. Genau das habe ich gesagt. Der erste Artikel heißt, die Würde des Menschen bedeutet, dass jeder von uns Individuum und einmalig ist. Deswegen sind wir übrigens bei der Paragraph zur Abtreibung anderer Meinung als die SPD und andere, weil wir sagen, da ist ein Individuum unterwegs, das wir nicht verhindern dürfen. Ich will nur mal daran erinnern, dass das so ist. Und so gibt es ein paar Grundpositionen, in denen wir grundverschieden denken, weiß ich. Aber jetzt seit 5 Jahren machen wir nichts anderes, als dass wir an die Stelle von Differenzierung von Dingen die Diffamierung des anderen setzen. Und das muss ein Ende haben. Doch, Sie haben vorhin wieder ausdrücklich Dinge erklärt, die längstens abgeschafft sind. Seit 1973, 94 und 2000 haben wir dauernd Gesetzesänderungen im Sinne der Aufarbeitung alter Schwierigkeiten. Sie sagen, dramatisch kann keiner damit fertig werden. Das ist nicht wahr. Wahr ist, dass 18 Millionen normal verheiratet sind und dass 35.000... Ja, das ist aber so. Das ist die Norm. Ja. Darf ich? Okay. Entschuldigung, ich will ja doch niemanden was nehmen, weil die Norm da gilt. Ich möchte die Frage stellen, ob jeder deswegen unter die gleiche fällt. Und jetzt noch die mal Frau Kollegin sagt, die Frau Kollegin Fahimi sagt, Moment, die Frau Kollegin Fahimi sagt ausdrücklich, sie ist dagegen. Nein, sie ist einverstanden, wenn das Verfassungsgericht entscheidet. Ich bin der Meinung, das Verfassungsgericht muss entscheiden, wenn ein bestehender Begriff, der 50, 70 Jahre lang gehalten hat, jetzt in Frage gestellt wird in einer völlig veränderten Richtung. Deswegen sind meine Kollegen nicht da, weil die sagen, was soll ich denn? Ich muss da warten, bis das Verfassungsgericht mal entschieden hat, ob wir da noch weitergehen. Aber jetzt, Herr Goppel, einmal nachgefragt, weil das möglicherweise ein bisschen untergegangen ist. Sagen Sie, dass doch nicht jeder Mensch gleich ist vor dem Gesetz? Nein, vor dem Gesetz. Entschuldigung, immer vor dem Gesetz hinten nach. Vor dem Gesetz, denn das Gesetz ist auf alle anzuwenden. Aber es wird jeder gleich vor dem Gesetz, heißt es, wenn eine Untat geschieht, wird sie gleichermaßen geahndet, wobei berücksichtigt wird durch unsere drei Instanzen, dass jeweils der Mensch unterschiedlich sein kann. In keinem anderen Land gibt es die drei Instanzen, nur in Deutschland nach dem Dritten Reich, weil die nämlich gesagt haben, für die Nazis kann bleiben, gegen die Nazis weg damit. Das ist beseitigt worden. Und seitdem haben wir drei Instanzen, in denen man die Klage wiederholen kann, wenn man meint, der Richter war nicht fair genug und hat es nicht gemacht. Also muss es Unterscheidungen geben, die ihren Gleichheitsbegriff in Frage stellen. Also ich glaube, es gibt auch andere Gründe, Frau Fahimi, gegen dieses Gleichheitsargument. Denn wenn wir sagen, alle sind gleich, dann dürfen wir auch keine Förderprogramme, Förderinstrumente haben. Dann wären Frauenparkplätze eine Diskriminierung von Männern. Das sagen wir doch auch nicht. Dann wären Minderheitenschutz oder Behindertenausweise auch ein Problem.
ist nicht jeder Mensch gleich. Das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass wir, unterschiedlich sind. Aber das Gesetz, die Gesellschaft, das Grundgesetz kann trotzdem entscheiden, gewisse Institute der Ehe unter Schutz zu stellen. Die können gleich erreichert. Wenn Sie mich ganz kurz aussprechen lassen, bin ich gespannt auf Ihre Argumente. Also wenn die Ehe ein Institut ist, das schützenswert ist, und das ist in der Tat eine Frage, die gesellschaftlich diskutiert werden muss, weswegen ich persönlich nicht der Meinung bin, dass es allein die Parlamentarier und das Verfassungsgericht entscheiden sollten, sondern ich bin der Meinung, dass wir dazu eine breite gesellschaftliche Debatte und am liebsten auch eine Volksentscheid wie in Irland hätten, der momentan nicht möglich ist, aber ich wünschte ihn mir, dann könnten wir herausfinden, ob sich die Gesellschaft, die Mehrheit, tatsächlich in der Weise gewandelt hat, wie Sie beschreiben. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Frau Fahimi, dann Herr Reichertz, bitte. Also es ist insofern spannend, weil jetzt deutlich wird, worin sich tatsächlich unsere Haltung unterscheidet. Und mein Menschenbild und mein Rechtsverständnis ist, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen nur in einer Rechtsordnung möglich ist, die ihnen genau diese Wahlfreiheit zugesteht und in diesem Sinne sie schützen muss vor Übergriffen des Gesetzgebers, indem sie sie vor dem Gesetz gleich macht und ihnen gleiche Rechte gibt. Nur dann ist die Verschiedenheit der Menschen auch tatsächlich lebbar. Sonst bleibt sie blanke Theorie. Und das Gesetz, was Sie einfordern, schafft eine Norm der Mehrheit, nach der sich die anderen zu orientieren haben. Das ist nicht mein Verständnis. Das Wesen von Normen, Frau Fahimi, oder? Und von Rechtsverständnis. Nein, das ist es nicht. Oh doch, wenn wir Normen definieren, dann setzen wir einen Standard. Nein, wenn Sie sagen, die Norm ist das, was die Mehrheit sagt, ist das nicht mein Verständnis. Sondern aber das Wesen der Demokratie, da sind wir uns vielleicht einig. Also das Wesen der Demokratie können wir in dieser Frage ja gerne mal auch in dem Mehrheitsverständnis gerne mal aufrufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine ähnliche Situation bekommen wie in Irland auch. Sie tun ja so, als ob in Ländern wie Skandinavien, wie den Benelux-Staaten, wie Spanien, Frankreich, den Mehrheiten der US-Staaten, in Malta, ich könnte noch viele Länder aufzählen, überall dort gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe. Und sie tun so, als ob das keine Rechtsstaaten wären und als ob das Hottentottenstaaten wären. Die Frage ist die Adoption. Das sind zivilisierte Staaten, die sich mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Und so wie in Irland, einem zutiefst christlich verbundenen Land, das eher als konservativ gilt, haben an einem Memorandum, noch nicht mal an einer sozusagen klassischen Wahl, sondern einem Memorandum, 60% der Leute teilgenommen. Eine Mehrheit der Gesellschaft, die nicht alle homosexuell sind und haben sich mehrheitlich für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Das dürfen Sie so auch, viel zum Thema Prinzip der Mehrheit in unserer Demokratie. Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Aber es muss ja hier nicht genauso sein. Welche Rolle spielt die katholische Kirche dabei? Das würde ich auch gerne natürlich mit unserem Gast Herrn Reichertz besprechen, weil er katholischer Priester ist, selbstständiger katholischer Priester, klären wir gleich, was das ist, aber hören uns erstmal an, was sein Verein, dem er immer noch angehört und da brav seine Kirchensteuer zahlt, an klarer Haltung in der Frage. Eine Niederlage für die Menschheit, Herr Reichertz, wenn Sie so einen Satz hören, haben Sie dann das Gefühl, dass Sie noch in der richtigen Kirche sind? Wenn ich diese Herren für die Vertreter dieser Kirche, für die ich stehe, sehen würde, dann sicherlich nicht, weil das geht so nicht. Das ist auch nicht der katholische und christliche Hintergrund, den es einfach gibt. Ein katholischer Priester hat meiner Meinung etwas zu tun damit, dass er ganz selbstverständlich mit jedem Menschen, der zu einem kommt, den Weg des anderen mitzugehen, ohne irgendwelche Dogmen, ohne irgendwelches Wissen, ohne missional nah zu sein und ohne irgendetwas zu beeinflussen, sondern ganz bezogen auf den anderen. Und das, was hier gesagt wird, ist etwas ganz Schreckliches, weil ich glaube, das, was wenn jetzt am Freitag das nicht durchkommt, dieser Antrag, finde ich, dass es was unser Grundgesetz und aber auch die Menschenrechte angeht, ein Verlust ist und eine Niederlage ist. Und das müssen wir uns einfach noch mal deutlich machen. Wir haben jetzt und hier und heute die Möglichkeit, etwas zu verändern, was meiner Meinung nach sowieso kommt. Nun leben Sie, ich will gerne nachfragen, damit wir Ihr Leben ein bisschen mehr verstehen. Sie leben als offen homosexuell lebender Mann und sind doch katholischer Priester. Ja. Wie ist das gegangen? Warum hat das geklappt?
Als wir, mein Mann und ich, wir sind beide katholische Priester, 98 gekündigt haben in der Kirche, war uns klar, dass es natürlich schwierig sein wird, das, was wir vom Herzen und als Berufung empfunden haben, nämlich Priester zu sein, weiterzutragen, sehr schwierig sein wird. Es hat sich dann entwickelt, dass wir eigentlich gar nichts dafür tun brauchten, weil die Menschen, die uns kannten oder die uns dann kennenlernten, haben gesagt, wenn ihr schon nicht in irgendeiner Gemeinde seid, dann seid doch für uns unsere Seelsorger. Begleitet uns unseren Weg. Und so sind wir ganz langsam da hineingekommen, dass wir einfach die Dinge gemacht haben. Und bei der Auseinandersetzung, es gab eine Auseinandersetzung auch mit Rom und mit unseren Bischöfen, habe ich denen immer wieder gesagt, es geht uns um Seelsorge. Und wenn ihr Bischöfe und Priester die Seelsorge machen würdet, die notwendig ist, die wir mit diesen Menschen machen, bräuchte ich das nicht zu machen. Das heißt, Sie sind nicht rausgeflogen, nicht exkommuniziert worden, sowas? Also es hat ein Verfahren gegeben, ein Laisierungsverfahren, wo es wohl auch eine Entscheidung gegeben hat. Ich kann Ihnen allerdings nicht sagen, welche. Weil erstmal hat man mit uns nicht gesprochen. Es hat Briefe hin und her gegeben, aber mit uns wurde nie gesprochen. Und dann sollte zum Schluss, wurden wir vorgeladen, wo ich dann sehr deutlich geschrieben habe, dass ich glaube, der Sekretär des Bischofs vertan hat. Er hätte uns wahrscheinlich einladen wollen. Aber da das nicht passiert ist, haben wir dann die Bischöfe eingeladen, uns doch bitte zu sagen, was Rom gesagt hat. Sie sind nicht gekommen, sie haben sich da nicht einmal gemeldet. Und das war für uns dann der Punkt, dass man auf Augenhöhe mit uns nicht sprechen will. Und dann haben wir gesagt, gut, dann werden wir jetzt von uns aus auch sagen, wir legen das jetzt erstmal nieder, wir werden uns nicht mehr bemühen um ein Gespräch. Und bleiben katholischer Priester, weil ja. Sie das Sakrament entsprechend genau. Empfangen haben. Das ist eine andere Form der Betreuung automatisch. Also ich persönlich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann damit im Prinzip Ihre Arbeit hochschätzen. Keine Frage. Machen Sie, wie Sie wollen. Aber in früheren Zeiten war die Kirche dazu da, und wenn ich das mal ganz nüchtern sehe, dass der Pfarrer jemandem im Beichtstuhl gesagt hat, welche Fehler er gemacht hat und gesagt hat, erinnere dich mit fünf Vater Unser oder was auch immer, daran, dass du dieses möglichst nicht wiederholst. Er hat die Schuld des Einzelnen anerkannt und umgesetzt. Was wollen Sie ihm sagen, dass er in Sünde der zweite liegt? Teil ist der, nein, überhaupt nicht. Der zweite Teil ist was völlig anderes. Wir haben inzwischen alles ersetzt. Inzwischen geht man zum Psychotherapeuten, zahlt 500 Euro und er sagt, warum die Gesellschaft schuld ist. Und genau die Diskussion führen wir hier. Warum ist die Gesellschaft schuld? Weil Sie nicht zurechtkommen. Nein, Sie kommen nicht zurecht mit Ihrer eigenen Lebensweise. Und dieses Nicht-Zurechtkommen mit der eigenen Lebensweise... Ich glaube, jetzt reicht es. Also, das reicht es wirklich. Das verstehe ich. Herr Goppel, jetzt muss ich wirklich sagen, das reicht. Ich lasse mich gerne von Ihnen beleidigen, aber so geht es, nein, so geht es nicht. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit meiner Lebensweise. Anscheinend haben Sie Probleme mit meiner Lebensweise. Aber genau darum geht es. Sie haben gerade hier, als anders gesprochen worden, gesagt, wir hätten doch die Homo-Ehe. Und gut, wenn Sie haben das gesagt. Ja, das habe ich gar nicht gebracht. Das finde ich spannend. Ich habe es nicht gebracht. Das finde ich sehr spannend, dass Sie das gesagt haben. Ich habe gesagt, dass wir kein anderes als die Ehe für alle haben. Das habe ich gesagt. Dabei bleibe ich auch. Aber Herr Goppel, möchten Sie damit sagen, dass er ein vollwertiger Priester in Ihren Augen ist oder nicht? Nein, da mische ich mich nicht ein. Ich habe Ihnen am Anfang ausdrücklich gesagt, die Tatsache, wo einer sich hinstellt, ist sein Problem, nicht meins. Und das Gesetz sieht es auch so vor. Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn er bei der Adoption auf andere übergreift, nämlich auf Kinder, die nicht volljährig sind und die entsprechend einbezogen werden, dann bin ich der Meinung, geht das nicht nach Willkür des Einzelnen, sondern nach einem Einvernehmen der Gemeinschaft. Und das Einvernehmen der Gemeinschaft heißt Ehe und Familie. Sie wollen Ehe umdefinieren. Dafür habe ich Verständnis, dass Sie es wollen. Aber ich akzeptiere es nicht. Und dabei bleibe ich. Aber Herr Goppel, da muss man eine Mehrheit gewinnen, da brauchen Sie darüber? Zwei Drittel im Bundestag oder das Verfassungsgericht. Mhm. Wenn Sie es kriegen, werde ich das akzeptieren. Aber deswegen werde ich nicht anderer Meinung sein. Das dürfen Sie ja auch gerne. Aber Herr Goppel, das, was Sie gerade eben gesagt haben, ist Ihnen bewusst, dass Sie damit nicht nur der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und der Frage, wie Kinder in so einer Partnerschaft groß werden, vor den Kopf stoßen, sondern auch der Mehrheit der Familienmodelle in Deutschland, in denen
Kinder groß werden, die, wo Partner nicht unbedingt miteinander verheiratet sind oder Kinder aus einer anderen Ehe mitbringen oder Kinder außerehelich gezeugt werden, was ja auch unter prominenten Politikern und Künstlern vorkommen soll. Ist Ihnen klar, dass Sie all diesen Kindern und Lebensmodellen gerade vor den Kopf gestoßen haben? Nein, das ist mir nicht klar, weil ich im Prinzip niemanden angegriffen habe, sondern ausdrücklich gesagt, eine gesetzliche Verfügung für andere Umgangsformen mit den Kindern halte ich für eine Frage, die gesetzlich geregelt werden muss, entweder mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages oder die kann ich nicht einfach en passant, weil Frau Hiemi sagt, ist eine schöne Lösung, deswegen bei uns im Land ändern. Das geht nicht. Ich will aber zurückkommen auf das, was Sie Herrn Reicherts gesagt haben, was er als Beleidigung und auch als einen Satz empfunden hat, wo er sagt, das geht zu weit. Deshalb will ich mal nachbohren. Sind Sie, so katholisch wie Sie sind, auch der Meinung, dass eine Entscheidung für die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe eine Niederlage für die Menschheit wäre? Nein. Sind Sie denn der Meinung, dass Homosexualität normal ist? Sie gehört zur Gesellschaft dazu. Dass sie normal ist, würde ich nicht beschreiben. Ich sage ausdrücklich, sie gehört zur Gesellschaft dazu und ich habe sie zu akzeptieren. Ich tue das auch. Ich tue das auch in vollem Umfang. In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Menge davon. Und wir verstehen uns mit allen bestens, kein Problem. Aber ich sage jedem, der mir an der Stelle sagt, ich möchte aber gerne das Kind eines anderen miterziehen und bin da in einer solchen Gemeinschaft, sage ich, Freund, das ist bei uns nicht vorgesehen. Das ist also, nicht vorgesehen. Also da muss ich Ihnen widersprechen. Es gibt doch schon die Adoption, die sukzessive Adoption. Ja, aber das ist doch letztendlich ja nichts anderes. Nur weil es dann nacheinander das Kind adoptiert ist, ist es letztendlich hinterher genau das, was es wäre, wenn die Gemeinschaft zusammen das Kind adoptieren. Es ist nichts anderes. Es ist doch nicht so, dass ich Ihnen das Leben erschwere, sondern dass Sie in einer schwereren Situation einen Schritt mehr machen müssen und dass Sie sich weigern, den Schritt zu tun, obwohl er die Gesellschaft insgesamt in ihren Grundverständnissen und Grundeinvernehmen insgesamt ändert. Und da bin ich dagegen. Ich sehe nicht ein, warum wir etwas, was gut funktioniert, von uns aus aufgeben, damit Sie lustig werden. Aber ich glaube auch nicht, dass die Diskussion läuft immer in die Richtung, wenn wir nicht alles gleich haben, dann gibt es Diskriminierung. So, und wenn wir uns einig sind, dass es aber immer so Unterschiede gibt, nein, dann ist es nicht so. Das ist Ihre Auffassung, die dürfen Sie auch gerne haben, Herr Reicherts. Aber die muss man deswegen nicht teilen. Genau, es gibt, im Englischen hat man das sehr schön getrennt. Im Englischen heißt discriminate unterscheiden und discriminate against heißt diskriminieren. Im Deutschen reden wir gar nicht mehr über unterscheiden, wir reden von vornherein über diskriminieren. Und das halte ich nicht für richtig. Unterschiede sind da und Unterschiede dürfen bereits gelebt werden. Und die Tatsache, dass wir uns für Normen in der Gesellschaft entscheiden, heißt, dass es auch innerhalb immer etwas gibt, was außerhalb der Normen ist. Und dafür gibt es Minderheitenschutz. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt aber, wir akzeptieren die Unterschiede und wir wollen nicht, dass alles gleich ist. Also Frau Pietri, wenn ich Sie vielleicht kurz noch mal an dieser Frage aufklären darf. Ja, es geht hier nicht um, es geht hier nicht um Gleichmacherei. Das höre ich gern, aber Sie klingen anders. Nein, Sie versuchen, das ist ja trivial. Das ist ja trivial. Sie versuchen das immer wieder leider, auf eine völlig andere, auf einen anderen, völlig anderen Diskurs zu lenken. Es geht um die Frage, ob jeder die individuelle Wahlfreiheit hat und in diesem Sinne gleich vor dem Gesetz und das gleiche Recht hat. Und das heißt eben dann auch das Anerkennen der Unterschiedlichkeit. Einverstanden. Im Sinne von jeder darf unterschiedlich sein. Muss. Aber jeder darf deswegen nicht alles, Frau Fahimi. Das ist der Unterschied. Und deswegen komme ich zurück zu dem, was Herr Goppel hier so nebenbei nonchalance eingebracht hat. Nämlich die Frage, erkennen wir an, dass Kinder, das ist ja ein wesentliches Element, das Sie in der Ehe sehen, dass Kinder genauso gut in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aufwachsen können, wie in einer gemischtgeschlechtlichen, beziehungsweise genauso schlecht. Das heißt, dass es davon unabhängig ist. Wenn wir uns darauf einigen können, dass dieser Aspekt nicht relevant ist, dann verstehe ich nicht, warum es möglich ist, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften Kinder erziehen, zum Beispiel wenn sie leibliche Kinder einbringen in die Partnerschaft oder ein Einzelner ein adoptiertes Kind mitbringt, aber sie nicht gemeinsam, und das ist der einzige Unterschied, über den wir heute noch reden, dass ihnen nicht erlaubt wird, als Paar, als gleichgeschlechtliches Paar einen Adoptionsantrag zu stellen, sondern nur einzeln, wo wir wissen, dass sie dann chancenlos sind, weil natürlich adoptiert oder Kinder vor allem, sagen wir mal, in funktionierende Beziehungen übertragen werden sollen und nicht an einzelne Personen. Und das ist eine Ungleichheit, die es gibt, weil es nicht das gleiche Recht
für Menschen, die eben anders sind als Sie. Es gibt kein Recht von Eltern auf Kinder oder von Paaren auf Kinder. Die einzige Begründung, hier keine Gleichheit vor dem Gesetz und in diesem Sinne eine Diskriminierung, in Ihrem Verständnis eine positive Diskriminierung vorzunehmen, die einzige Begründung dafür wäre, wenn wir sagen würden, Kinder kommen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, werden sie nicht so gut erzogen wie in gemischtgeschlechtlichen. Und das ist absurd. Das müssen wir diskutieren. Genau daran hängt es ja im Moment noch, dass es das Recht auf Volladoption nicht gibt. Und dazu ist auch die Bundeskanzlerin kurz vor der Bundestagswahl gefragt worden und hat dann einmal aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Darüber diskutieren wir gerade. Werden Kinder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen Ihrer Meinung nach, Herr Reicherts, genauso gut erzogen, genauso gut groß, genauso geprägt wie in heterosexuellen Beziehungen? Da bin ich mir ganz sicher. Und ich darf da noch mal auf die Studie verweisen. Es gibt ja einfach eine Studie, die das einfach auch beweist, die das dann noch mal sehr deutlich auch zeigt. Wir selber hatten zwei Jahre ein Pflegekind und dann noch mal ein halbes Jahr ein Pflegekind. Und ich glaube, dass das recht gut gelaufen ist, dass wir gute Eltern sein konnten. Natürlich. Aber war es total unkompliziert? Es war nicht unkompliziert. Natürlich, bei dem ersten Junge war es so, dass es natürlich irgendwann mal auch in der Schule Schwierigkeiten gegeben hat. Was haben wir aber gemacht? Wir sind dann sehr offensiv gegangen. Wir sind in die Schule gegangen. Wir haben aufgeklärt. Die anderen Mitschüler haben uns kennengelernt, haben gesehen, das ist einfach eine ganz normale Familie. Und danach war erst mal Ruhe. Also von daher ist das überhaupt kein Problem. Es geht darum, nicht der... Zunächst war es so, dass man gesagt hat, aha, du hast zwei Väter oder schwule Männer zu Hause. Ja. Das waren die Probleme. Ganz genau, ja. Und dann, wie haben Sie aufgeklärt? Wir sind hingegangen und haben von uns erzählt. Und dann? Und dann kamen Fragen von den Schülern und Schülerinnen zurück, die sehr interessiert waren und dann auch gesehen haben, das ist einfach eine ganz normale, funktionierende Familie, wie die anderen eben zu Hause auch haben oder eben auch nicht zu Hause haben. Es sind ja auch sehr viele Kinder gewesen, die allein erzogen wurden. Und das sind alles Realitäten. Da muss man einfach nur offensiv damit umgehen und aufklären. Es geht nicht darum, die Ängste, die viele Menschen haben, auch zum Beispiel die besorgten Eltern, diese Ängste nicht ernst zu nehmen. Aber es geht nicht darum, diesen Ängsten nachzugehen, sondern wirklich Dinge zu schaffen, Gleichheit zu schaffen und dann mit den Menschen Aufklärung zu betreiben und zu sagen, wir gehen zu denen hin und sagen hier, jetzt seht euch doch mal an, es ist alles gar nicht, ihr braucht diese Angst nicht zu haben. Das ist übrigens etwas, was Therapeuten sehr gut können. Finden Sie das einen guten Weg, Frau Petri, dass man in die Schule geht und dort aufklärt? Und Aufklärung hat doch niemandem geschadet. Nee. Frau Will. Nein, sicherlich nicht. Allerdings ist die Frage, was das Ziel ist. Und ich glaube, das ist die Frage, an der wir uns mal wieder vorbeimogeln. Sie sagen, das Ziel ist, dass alles gleich ist. Ich sage, das ist es nicht. Und da werden wir uns heute Abend wahrscheinlich nicht einig. Müssen es aber auch gar nicht sein. Aufklärung über Homosexualität, sagen Sie, ist eine gute Sache? Ja, prinzipiell natürlich. Auch in der Schule? Ja, der Zeitpunkt ist allerdings entscheidend. Ich frage mich nämlich, warum Sie das jetzt so vehement vortragen, wenn Ihre Fraktion, der Sie vorstehen, was ganz anderes eingebracht hat gerade. Differenziert sehen, ja. Ja, können wir ja. Können wir uns genau anschauen, was denn genau Ihre Fraktion oder ein Mitglied aus Ihrer Fraktion genau dazu gesagt hat. Ich will kurz einführen, ging darum um eine Debatte, ob man in Sachsen den Sexualkundeunterricht modernisieren sollte und dabei zum Beispiel so Sachen auch mal ansprechen könnte, die es auch gibt, nämlich Bisexualität und Homosexualität. Und da war Ihre Fraktion sehr entschieden dagegen. Der Generalsekretär und schulpolitische Sprecher der AfD Sachsen, Uwe Wurlitzer, erklärt, Sachsens Schulen sind kein Austragungsort für Gesellschaftsexperimente mit ungewissem Ausgang. Jeder kann und soll nach seiner Fasson selig werden. Wer, wann, wo, mit wem etwas tut, ist reine Privatsache. Andere mit bevorzugter Sexualität zu belästigen, da hört der Spaß auf. Erst recht in der Schule. Warum ist Homosexualität eine Belästigung?
Nein, Sie haben jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich kenne die Pressemeldung, ich habe sie heute noch mal gelesen. Und es ging um die Frage im Sächsischen Landtag, heute übrigens debattiert, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form Sexualkundeunterricht stattzufinden hat. Und wir sind in der Tat dagegen, dass dieser Unterricht immer weiter nach vorn verlagert wird. Er findet ja schon zum Teil zu Grundschulzeiten statt, zu einem Zeitpunkt, wo unserer Ansicht nach die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder noch gar nicht so weit ist, sich umfassend mit dem Thema zu beschäftigen. Die AfD in Sachsen und auch nicht im Bund hat überhaupt nichts gegen Sexualkundeunterricht zu einem späteren Zeitpunkt. Wo wir sicherlich kritisch sind, ist, all diese verschiedenen Formen gleichzustellen. Da sind wir bei der Frage des Gender Mainstreaming. Ich stehe nach wie vor dazu, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und nicht 60 über Facebook. Das können wir aber auch gerne diskutieren. Und es geht überhaupt nicht darum, was Sie gerade ein bisschen insinuiert haben, dass es um Belästigung geht. Das hat auch niemand gesagt, Frau Petri. Aber Frau Petri, fair bleiben. Wir haben nichts aus dem Zusammenhang gerissen. Wir haben dieses Zitat in voller Länge. Wir können die Pressemeldung war länger, ich kenne sie. Ja, die kann ich Ihnen auch ganz vorlesen. Ja, ja. Das sind noch 5, 6, 7 Sätze mehr. Aber das verändert nichts an dem Zusammenhang. Deshalb frage ich noch mal, warum halten Sie Homosexualität für eine Belästigung? Nee, das tue ich nicht. Und das tut auch in der AfD. Nee, das ist erstmal das Zitat meines Generalsekretärs, der zugespitzt hat in der Pressemeldung. Weil in der Tat die Kinder heute in sehr frühem Lebensalter mit den verschiedenen Sexualitätsformen geradezu überschüttet werden. Also wenn ich an eine Broschüre aus Nordrhein-Westfalen denke, wo bereits Masturbation mit 2- und 3-Jährigen propagiert wird, Gott sei Dank wurde die Broschüre dann zurückgezogen, sehen wir, dass es eine nahezu Überschwemmung mit Sexualthemen auch bereits im frühen Kindesalter gibt. Und das finden wir nicht richtig, weil Aufklärung darüber zum richtigen Zeitpunkt stattfinden muss. Und auch in der gebotenen Form. Und das heißt für mich nach wie vor, dass, und da sind wir wieder bei der Norm, Frau Hiemi, dass die Norm, das, was in der Mehrheit der Sexualität passiert, nämlich die Sexualität zwischen Mann und Frau, im Vordergrund stehen musste, ohne andere Form zu diskriminieren. Frau Petri, Sie haben mich ja gebeten, dass ich mehr vorlese aus dieser Pressemitteilung. Ja, dann lese ich Ihnen den letzten Satz noch mal vor. Sie haben gesagt, die AfD-Fraktion wird den Antrag ablehnen. Der ist auch heute nicht durchgegangen, aber es lag nicht an der AfD. Genau, aber dann kommt noch ein Satz, den ich auch bemerkenswert finde. Wir wollen, dass Kinder ihre natürliche Sexualität selbst entdecken und nicht mit theoretischen, soziologischen Konstrukten verwirrt werden. Was ist das denn? Naja, das spielt ab auf die Ideologie des Gender Mainstreaming, kommt ein bisschen verklausuliert heraus und das habe ich gerade schon erwähnt. Wir halten es für nicht richtig, dass propagiert wird, dass es 60 Geschlechter gibt und wie das Gender Mainstreaming das ja auch tut, glaubt, dass man die Geschlechteridentität beliebig wechseln könnte. Das ist damit gesagt und das finde ich auch durchaus zutreffend, denn zunehmend findet diese Verwirrung ja statt, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien. Das ist in der Natur alle möglichen Spielformen von Sexualität gibt erreichert. Darum geht es ja, aber Sie sagen es so, als wäre es dogmatisch festgelegt. Nein, wir können es gerne diskutieren. Ja, Sie tun es ja nicht. Sie sagen es ja ganz klar, als wäre es so. Aber das ist gar nicht wahr. Es soll seinen Platz, seinen angemessenen Platz haben. Und der angemessene Platz ist nicht in der 3. und 4. Klasse oder gar noch früher, sondern zur Zeit der Pubertät. Und auch dann sind andere Schulfächer mindestens ebenso wichtig. Das heißt, Sie wollen es gar nicht in der Schule? Doch, natürlich. Wann zur Zeit der Pubertät, habe ich doch gerade gesagt. Nein, also für gewöhnlich gibt es das im Biologieunterricht. Kindern, mal früher, mal später. Ja, aber wie alt war Ihr Pflegekind? Über 14, als er gekommen ist. Ja, die Frage ist, in welcher Breite, aber thematisiert werden Sie ja heute schon. Was ist mit Transgender-Orientierung? Was ist mit Bisexuellen? Ja, wer sagt denn, dass es gar nicht erwähnt wird? Es kommt doch bereits im Unterricht vor. Es geht vor allen Dingen auch um Diskriminierung. Sie haben gesagt, Sie wollen das in der Grundschule nicht. Es gibt eine es gibt eine Untersuchung, wo deutlich wird, dass 62% der Grundschüler das Wort schwul als Schimpfwort benutzen. 40% lesbisch als Schimpfwort benutzen. Ja. Also ist es wichtig, das, was zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist, mit der Schule der Vielfalt, ja, auch überall hinzusetzen. Es gibt Gott sei Dank jetzt viele Bundesländer, wo das ist. Sachsen ist zum Beispiel eins der wenigen Länder, die sich nicht daran beteiligen. Aber Herr Reich, wir sind uns bestimmt darüber einig, dass es altersangemessene Aufklärung gibt, oder? Und dass man in der 3. und 4. Klasse Schülern schwul und lesbisch auf eine altersangemessene Weise erklären kann, die dann in der Zeit der Pubertät sicherlich anders aussehen wird. Darum geht's. Warum setzen Sie sich nicht ein in Sachsen für eine solche schulübergreifende Institution? Die Schule für Vielfalt. Oh, wir sind sehr zufrieden mit dem Schulsystem in Sachsen.
Also ja, anscheinend ja nicht, weil es ist ja, das 62% scheint ja auch bei Ihnen so zu sein, oder die 40%. Solche Dinge als, wir widersprechen uns da gar nicht. Es gibt kein Schwarz oder Weiß an der Stelle. Es gibt der Entwicklung angemessene Lerninhalte. So und das muss weiterhin gewahrt bleiben. Und die Programme, die Bildungsprogramme in Baden-Württemberg und in Niedersachsen sprechen da eine andere Sprache. Sie sind meiner Ansicht nach nicht angemessen. Und wenn ich Kinderbücher für 2- und 3-Jährige mir anschaue, in denen sehr ausführlich, sehr bildhaft, sehr detailliert Sexualität für Kleinkinder besprochen wird, die sie nicht verstehen in dem Alter, dann ist das geradezu das Gegenteil von altersangemessen. Und darum geht es hier. Gut, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nein, also, darum geht es nicht. Das gehört genau da rein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das hätten in Sie der gern, Art und Weise, wann es und in welcher Form es eine angemessene Sexualaufklärung gibt. Genau. Das, worum es jetzt geht, ist, wenn wir uns jetzt mal auf einen Zeitpunkt X, den wir jetzt nicht zu definieren brauchen, einigen, dann stellt sich aber hier die Frage, ob die Sexualaufklärung eben auch beinhaltet, dass es eben nicht nur Heterosexualität gibt und auch nicht nur Homosexualität, sondern auch noch andere Spielarten der sexuellen Orientierung, dass wir wissen, dass Menschen sehr selten, aber offensichtlich auch Menschen auf die Welt kommen, die im Laufe ihres Lebens sich mit ganz großen psychischen Belastungen damit auseinandersetzen müssen, dass sie erkennen, dass sie im falschen Körper groß werden. Das alles ist kein sozusagen psychisches Problem, sondern wir wissen auch heute aus der Medizin, dass das alles auch zur normalen Spielart des Menschseins dazugehört. Und die Frage ist, unabhängig jetzt mal vom Zeitpunkt, gehört das genauso in die Sexualaufklärung wie alles andere auch? In einer angemessenen Weise ja. Und welche Fächer wollen Sie dafür einschränken, Frau Fahimi? Wieso einschränken? Naja, ich meine, dass die Zeit an der Schule irgendwo endlich ist, darüber sind wir uns doch einig. Sie können nicht alles, was Sie wollen, darin unterbringen. Aber Sie erkennen doch wohl an, dass Sexualaufklärung wie viele andere gesellschaftliche Fragen unseres Zusammenseins in die Schule gehört, genauso wie Mathematik und Physik. Also das ist jetzt wirklich eine absurde Diskussion, die auf ein völlig anderes Gleis führen Sie gerade absurd, denn wir waren uns daran schon einig, Frau Fahimi. Nein, Sie versuchen immer, wenn Sie merken, dass Sie mit Ihren Argumenten nicht weiterkommen, Sie versuchen hier Argumente der Gleichmacherei, ja. Sie versuchen Argumente der Sexualisierung von Kleinkindern zu vermischen mit einer Debatte um die Gleichheit und die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen und gemischgeschlechtlichen Partnerschaften. Das hätten Sie gern, Frau Fahimi. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja, in der Tat, das ist aber unser Hauptpunkt, von dem wir uns immer wieder von verschiedenen Punkten aus nähern. Der Frage, erträgt eine Gesellschaft es nur, dass es verschiedene sexuelle Orientierungen gibt? Oder hilft sie Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben? Indem sie zum Beispiel einen Rechtsrahmen schafft, in dem sich diese Menschen gleichberechtigt fühlen. Darüber reden wir, Frau Petri. Den haben wir aber schon, Frau Will. Den kann man aber auch ändern, diesen Rechtsrahmen. Ja, zum Beispiel in Richtung eins weiter, noch die Volladoption. Diesmal nicht warten, bis das Bundesverfassungsgericht das vorlegt und dann weiter entscheiden. Was sagen Sie denn dann? Nun gut, das diskutieren wir letztlich die ganze Zeit schon. Man kann das wollen, man muss es aber nicht wollen. Und wir sitzen hier in einer Konstellation, in der 2 es offenbar für richtig halten und 2 offenbar für nicht richtig halten. Das ist Demokratie, das müssen wir aushalten. Am Ende gibt es in der Frage entweder einen Gerichtsentscheid oder einen Mehrheitsentscheid. Und ich habe schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass es eben nicht nur von Parlamentariern, sondern auf einer breiten gesellschaftlichen Basis entschieden wird. Insofern habe ich große Sympathie für die Vorgehensweise in Irland, die momentan aber in Deutschland gesetzlich nicht möglich ist. Dann gehen wir eins weiter. Begründen, warum Sie das so sehen. Das heißt doch, das habe ich mehrfach gemacht, Frau Fahimi. Darf ich mal fragen, Sie müssen umgekehrt genauso begründen, warum Sie es so sehen. Ganz nicht genau. Nur wir. Die Situation ist relativ einfach. Was ist der einfach. Unterschied im Sinne des Kindeswohls? Alles ist der Unterschied im Sinne des Kindeswohls. Sie müssen sich doch 6-mal fragen. In allen Gegebenheiten, die wir in der Gesellschaft haben, ist der Versuch von SPD, Grünen, Dunkelroten und von Herrn Pfarrer wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, jedenfalls alles gleich zu reden. Es ist genau unterschiedlich. Und weil die Welt unterschiedlich ist, auch wenn ein Anspruch rechtlich gleich ist, mag das sein. Sie wollen, dass Vater und Mutter verschwindet und an die Stelle Parent oder Eltern tritt, damit niemand in die Pflicht genommen wird. Doch, es ist so, lesen Sie es nach. Sie müssen Ihre eigenen Papiere lesen. Es ist nicht von mir. Es ist ausdrücklich der Wunsch. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn ich Vater und Mutter abgeben muss, werden Sie mich als erbitterten Feind einer Diskussion finden. Aber wer redet weil denn der sowas? Begriff ausdrücklich eingeführt ist und von allen, die hier sind, entsprechend gekannt wird. Man kann es auch übertreiben. Und das ist genau das Problem. Wir sind an einer Grenze, bei der 2 sagen, bitte nicht übertreiben
Und Sie sagen, übertreiben ist das nicht, für mich reicht es nicht aus. Sehr gutes Recht. Genau. Gemessen an dem, was wir in 50 Jahren gemacht haben, ist das, was wir erreicht haben, unglaublich viel. Richtig. Es ist nicht nach Ihrer Meinung genug. Dabei kann man es eigentlich bewenden lassen und feststellen, lass jetzt die Gesellschaft gemeinsam das in den nächsten Jahren tragen und diskutieren. Und aber ich diskutiere jeden Eile. Tag. Und ich habe noch nie erlebt, dass in einem Vorgriff auf eine Diskussion wie heute mir im Internet 3-4 Mal von wem auch immer, ich will da keine Vorwürfe machen, das eigene System kaputt gemacht worden ist, weil man schon jetzt weiß, was los ist. Ich habe das Gefühl, da ist Diskriminierung wichtiger als Differenzierung. Wir beide, sage ich auch für Frau Peti, wir plädieren für Differenzierung und nicht für Diskriminierung. Und Sie haben mir schon dreimal unterstellt, ich diskriminiere. Ich habe nur beschrieben, lege das Wert drauf. Wenn es anders sein sollte, entschuldige ich mich in aller Form und gern. Gut, das höre ich gerne. Herr Goppel, aber ich will noch nachfragen, warum ist es denn bislang auch gesetzlich schon möglich gewesen, dass schwule Paare, lesbische Paare Pflegekinder annehmen? Wenn man so große Zweifel gehabt hätte, dass 2 schwule Männer, 2 lesbische Frauen in der Lage sind, ein Kind zu sich zu nehmen, dann hätte man doch gerade bei Pflegekindern, die oft aus ganz, ganz schwierigen, zum Teil traumatisierenden Umfeldern kommen, dann hätte man doch da gerade sagen können, das ist so empfindlich, das können wir nicht zulassen. Hat man aber zulassen. Das ist zum Beispiel ein Argument, bei dem ich sage, Frau Will, das muss ich in die Zukunft mit in die Diskussion nehmen. Völlig unabhängig, was sonst ist. Weil vielleicht manche Gesichtspunkte nicht genügend berücksichtigt waren. Kann schon sein. Aber ich kann Ihnen jetzt den Einzelfall, den Sie schildern, natürlich nicht be- oder widerlegen. Will ich auch gar nicht. Sind keine Einzelfälle. Ich weiß, Herr Reichert hat das ja auch gemacht. Ich weiß ja selber auch, welche so ist das nicht. Habe ich auch dabei. Und die Ausgangsposition, dass jemand gut mit Kindern zurechtkommt, ist noch kein Beleg, dass es eine staatliche Anordnung bedarf. Und hier wird gewollt, dass eine staatliche Anordnung in Zukunft sagt, wenn einer auf die Idee kommt, wird das gemacht. Wo ist die Prüfung? Ist es möglich? Es geht doch nur darum, wenn es möglich gemacht wird. Es geht immer nur darum und am Ende ist alles ganz anders. Am Ende? Immer. Ich will eins weiter gucken mit Ihnen gemeinsam, bitte, weil... das haben Sie alle mitbekommen, sich die saarländische Ministerpräsidentin in dem Fall geäußert hat. Und die hat nämlich genau über ein mögliches Ende oder eine Weiterung nachgedacht und ist dafür bös verkloppt worden, vielleicht. Sie haben gleich reagiert, Frau Fahimi, und haben gesagt, dass Sie keinerlei Verständnis dafür hätten, dass eine CDU-Ministerpräsidentin gleichgeschlechtliche Partnerschaften jetzt mit Inzucht und Polygamie gleichsetzt. Wer überzieht da eigentlich, Sie oder Frau Kramp-Karrenbauer? Ich finde es eindeutig empörend. Frau Kramp-Karrenbauer hat sich ja in einem späteren Interview selber ein bisschen relativiert. Das ist okay, das ist zu akzeptieren. Trotzdem hat sie damit ein Bild in die Welt gesetzt. Eigentlich. Sie hat sie nicht korrigiert. Aber sie hat es, finde ich, ein bisschen relativiert, aber ist auch egal. Aber jedenfalls, sie hat ein Bild damit in die Welt gesetzt, das ich in der Tat empörend finde. Weil niemand hier über Polygamie redet und Inzest steht unter dem Strafparagrafen. Da geht es vor allem auch um den Schutz des Übergriffes auf Verwandte in gerader Linie. Das sind völlig andere Kontexte. Stimmt, aber Sie sagen nicht Inzest, sondern Sie sagen sicherlich geplant Inzucht. Nein, also Inzest, Inzucht, mir geht es um den Inzestparagrafen. Haben so. Sie aber nicht gesagt. Gut, dann korrigiere ich mich hiermit. Ich meine Inzest und Polygamie. Und das sind Fragen, die erstens völlig jenseits der Debatte sind. Und zweitens sehen wir, wie gesagt, auch in anderen Ländern, in denen es schon längst die gleichgeschlechtliche Ehe gibt, dass es so eine Entwicklung gar nicht gibt. Und nochmal, wir reden beim Inzestparagrafen um einen Strafrechtsparagrafen. Und hier reden wir nicht über die Strafbarkeit der Homosexualität oder des Zusammenlebens zweier erwachsener Menschen. Und deswegen finde ich diese Gleichsetzung wirklich empörend. Empörend. Wenn wir mit Ihnen gemeinsam anschauen, dass man natürlich auch auf den Inzestparagrafen gucken kann. Und da wird auch drauf geguckt. Und das hat ein durchaus hochmögendes Gremium längst getan. Das stimmt. Der Ethikrat berät die Bundesregierung in schwierigen ethischen und moralischen Fragen. Etwa Organspende, anonyme Kindsabgabe, sprich Babyklappen oder Hirntod. Auch zum Thema Inzestverbot hat der Ethikrat im September 2014 eine Empfehlung an die Bundesregierung abgegeben, dass im Fall einvernehmlicher Inzesthandlungen unter volljährigen Geschwistern weder die Befürchtung negativer Folgen für die Familie noch die Möglichkeit der Geburt von Kindern aus solchen Inzestbeziehungen ein strafrechtliches Verbot dieser Beziehungen rechtfertigen kann.
Und mehrheitlich plädiert der Ethikrat deshalb, die Bestrafung des einvernehmlichen Beischlafs unter erwachsenen Geschwistern sollte entfallen. Ich glaube, dahin hat Frau Kramp-Karrenbauer, wenn wir es gut mit ihrer Äußerung meinen, gedacht, dass sie gesagt hat, wenn wir die Ehe öffnen, dann folgt daraus beinahe in logischer Konsequenz, dass auch andere Menschen anderer sexueller Identität bzw. Menschen, die eine andere Partnerschaft leben wollen, dies auch für sich einfordern. Wäre dann damit die Büchse der Pandora geöffnet? Also erstmal unterstelle ich das Frau Kramp-Karrenbauer nicht, sondern sie hat ja durchaus andere Bezüge auch noch hergestellt. Aber bleiben wir bei der Empfehlung des Deutschen Ethikrats, können wir gerne. Der Inzestparagraf umfasst ja mehr als die Frage des Beischlafs zwischen Geschwistern, sondern er ist auch ein Schutzparagraf. Er ist insbesondere ein Schutzparagraf beispielsweise auch für bzw. gegen den Beischlaf zwischen Eltern und ihren Kindern. Klar, das soll auch beibehalten werden. Weil es dort natürlich um die Frage von Übergriffen, muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Und genau, aber darum geht es auch dem Ethikrat nicht, das wissen die auch. Der Ethikrat hat seine Frage, das ist ja auch die Aufgabe des Ethikrats, hier Anstöße zu geben. Und er hat in Frage gestellt, inwieweit der Beischlaf zwischen Geschwistern zukünftig noch unter das Strafgesetzbuch fallen soll. Auch das ist erstmal nochmal eine andere Debatte als die, die wir hier führen. Ich finde, das ist erstmal ein wichtiger Anstoß, der uns alle zum Nachdenken bringen sollte. Insbesondere, wenn es hier eben um Geschwister handelt, die auch volljährig sind. Ich schalte das aber nicht gleich mit der Frage, müssen wir daraus auch schlussfolgern, dass dann eben auch für Geschwister die Ehe möglich sein muss oder Ähnliches, was für diese Debatte ja was völlig anderes ist, weil das sind in der Regel ja gemischt geschlechtliche Geschwister. Aber genau das hat ja Frau Kramp-Karrenbauer überlegt. Sie hat gesagt, wenn wir die Definition öffnen, dann, zitiere ich nochmal, sind andere Forderungen nicht auszuschließen, etwa eine Heirat unter engen Verwandten. Ja, also nochmal, der Ethikrat hat an dieser Stelle einen wichtigen Impuls gegeben, der uns politisch auch in der Tat befassen sollte und auch gesellschaftspolitisch befassen sollte, wie wir mit dieser Frage umgehen, eines vor allem spezifischen Inzestfalls, mit dem sich der Deutsche Ethikrat befasst hat, nämlich dem Beischlaf zwischen volljährigen Geschwistern. Wie wollen wir damit strafrechtlich in Zukunft umgehen? Gut, dann mache ich weiter, weil Sie haben die ganze Zeit die Sendung hindurch gesagt, Sie wollen eine Gleichbehandlung. Wollen Sie dann Geschwister, die heiraten wollen, auch gleich behandeln? Ich muss gestehen, dass ich mich in dieser Frage nicht abschließend und ausreichend befasst habe, weil das für mich zumindest eine neue Frage ist, mit der ich mich auch befassen muss. Mhm. Ich würde aber vor allem immer dafür plädieren, dass wir sehr klar schauen müssen, wo erwachsene Menschen die Möglichkeit haben müssen, wenn sie denn dann aus freiem Willen und ohne Schaden Dritter so leben können dürfen, wie sie es wollen. Und wenn das in diesem Fall notwendig ist, hier auch diese Fragestellung aus dem Strafparagraf rauszunehmen, ich glaube, dazu bedarf es in der Tat einer gesellschaftlichen Debatte, dann finde ich diese Frage völlig berechtigt, ja. Und ist dann die logische Konsequenz, Herr Goppel, die Frau Kramp-Karrenbauer sieht, dass dann auch andere Lebenspartnerschaften für sich in Anspruch nehmen, dass sie sich Ehe nennen dürfen? Ich freue mich ungemein, Frau Fahimi, dass Sie eben gerade zugegeben haben, dass es diese Differenzierung geben muss, ob wir mögen oder nicht, und an einer anderen Stelle. Und wir streiten nur über die Stelle. Wir zwei und die anderen zwei, weil wir im Prinzip bei der Stelle sagen, wir ein Kapitel vorher und Sie sagen ein Kapitel nachher. Und da sind Sie genauso nachdenklich wie wir. Ein schönes Zeichen für demokratische Willensbildung. Nummer zwei, es steht ausdrücklich fest, dass Frau Karrenbauer gelesen hat, wie ich auch, Ehe für alle. Das war eure Überschrift, zwar nicht meine. Ehe für alle muss überall gemacht werden. Wenn Ehe für alle ist, dann sind all diese Positionen dabei. Und da hat sie gesagt, wenn mir das jemand vorträgt, dann will ich aber doch daran erinnern, dass da ein paar Sachen sind, die nicht gehen. Und dafür ist sie von Ihnen gescholten worden, als ob sie morgen abdanken müsste. Typisch, wie das in der Politik halt ist. Ich will es gar nicht auf eine Seite beschränken. Aber es ist im Prinzip eine Diskussion, die ganz deutlich macht, wir sind in einem höchst empfindlichen Bereich. Und es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Einzelnen um? Wenn Sie bei Geschwistern sagen, die können nicht,
das geht nicht und ist nicht zu machen. Dann fragen, weil die Behutsamkeit nicht groß genug ist und weil das alles nicht ist. Sie haben gerade Begriffe gewählt, die waren für mich begeisternd, weil ich die alle miteinander genau da sehe, wo ich sage, Kindern zuzumuten, dass ein Fremder, und das ist der zweite Vater, ist er? Ist er nicht. Für das Kind schon. Nein. Für das Kind im Sinne der staatlichen Regelung, die Sie reklamieren, nicht ich. Ist er genauso ein Fremder. Und dann will der Staat haben, dass das genauestens geprüft ist. Und er hat bis jetzt nicht zugestimmt, außer in den Fällen, wo sukzessiv was gemacht wird, weil er erkannt hat, da habe ich relativ wenig Zunge. Aber es generell freizugeben, weigert sich diese Gesellschaft mit 28 Millionen Verheirateten und so weiter. Diese Gesellschaft. Nein, Sie. Diese Gesellschaft weigert sich. Nein, das ist Ihre Meinung. Entschuldigung, wir haben die Mehrheit im Bundestag dadurch gekriegt, in Bayern und sonst wo. Die Leute wählen ja nach verschiedenen Gesichtspunkten. Das wird sicherlich nicht die einzige Frage gewesen sein, weshalb die gewählt haben. Nein, überhaupt keine Frage. Ich denke da auch gar nicht dran, wenn ich selber wähle. Aber ich will Ihnen ausdrücklich sagen, da sind Sie ein bisschen zu nassforsch in der Veränderung und das Tempo muss jetzt bestimmt werden, weil die Iren was entschieden haben. Seit wann haben wir die Iren als Maß? Herr Reichert, haben Sie den Eindruck, dass die Debatte homosexuell lebenden Menschen hilft im Moment oder nicht? Also ich denke, dass die Debatte immer etwas Helfendes hat. Und ich bin ein bisschen schockiert, dass diese Frage von Frau Kramp-Karrenbauer so definiert worden ist, weil sie will nämlich mit ihrer Aussage nämlich jede Diskussion überhaupt in den Keim ersticken. Sie kennen sie doch sichtlich nicht, da haben wir gar keine Zeit dafür. Ich habe es gelesen und so wie sie es gesagt hat, hat sie es auch gemeint. Sie meint es nämlich für alle nein, hat sie gesagt. Es geht darum, dass sie das so gemeint hat, wie es schön steht, Biedermeier und Brandstifter, nämlich Brandstifter, die Ängste der Menschen, die da sind, noch zu unterstützen, anstatt hinzugehen, was ihre Aufgabe als Politikerin, und da werde ich jetzt richtig böse, dass alle ihre Aufgabe ist, nämlich die Ängste der Menschen endlich mal ernst zu nehmen und sie wirklich zu lösen. Das tun sie eben nicht. Sie kommen lieber dahin, dass sie ihre Macht und ihren Einfluss stärken wollen. Und dann passiert es so, dass solche Dinge passieren, dass wirklich mit der Angst der Menschen gespielt wird. Und das finde ich unmöglich. Sie gehen sich gerade ein bisschen in Plattitüden. Es geht hier nicht um Angst, es geht um differenzierte Betrachtung. Sie müssen auch Sie aushalten. Nein, es geht um Angst nämlich der Menschen, gewählt werden sollen. Nur gerade nicht. Doch, genau, es geht um die Angst derjenigen, die als Wähler nämlich angesprochen werden sollen. Und die wird, das ist auch Politik im Übrigen, dass die Wähler angesprochen werden, Herr Reichert. Ja, aber und dass die Wähler sich in einer Position wiederfinden. Ein Politiker hat die Aufgabe, wenn er weiß, das sind Menschen, die haben Angst. Und wer hat Angst? Die Menschen. Wer hat Angst? Das würde mich echt interessieren. Ja. Wer hat Angst, Herr Reichert? Die Menschen, die jetzt sagen, wir wollen diese Gleichheit vor dem Gesetz nicht. Die haben Angst, etwas zu verlieren. Oh nein. Oh ja. Also es geht. Wir können noch ewig weiter diskutieren. Das ist mir jetzt ganz klar eine hochemotionale Diskussion. Ich finde schon, dass es zulässig ist, in deren Zusammenhang auch von Ängsten zu sprechen und von Emotionen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Nächsten Mittwoch haben wir kurz frei, aber danach sind wir wieder da. Ob wir das Gesamtpaket des Koalitionsvertrages, in dem es ja nun bekanntermaßen um sehr viel mehr geht, ob wir dort substanzielle Veränderungen und Verbesserungen für Menschen, die keinen menschenwürdigen Lohn bekommen, erreichen wollen, ob wir für zum Beispiel auch die Mütter, die Kinder vor 1990 geborene Kinder haben, verbessern wollen in der Rente. Das betrifft Millionen von Menschen und wir mussten uns entscheiden in einer Güterabwägung, ob wir für die bereits 80.000 bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaften eben hier eine Verbesserung. Nee, es sind 80.000 eingetragene Lebenspartnerschaften. Ist richtig, aber das ist im Prinzip. Und es ging ja hier nicht um eine substanzielle Verbesserung der Lebenssituation, sondern in der Tat um das, worüber wir heute Abend diskutieren, eine Diskriminierung, die wir sehen, die wir auch nicht leicht nehmen, für die wir kämpfen. Aber in dieser Güterabwägung haben wir einen Koalitionsvertrag beschlossen, den wir auch durch unsere Mitglieder haben bestärken lassen. Wir haben es uns damit nicht leicht gemacht.
Aber das muss man ja im Gesamtpaket sehen. Damit kann man ja nicht die Regierung in Frage stellen. Aber wir sind in der Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Gleichberechtigung zwischen Lebensgemeinschaften und Ehe ganz klar in unserer Position und würden es sehr begrüßen, wenn die Union diese Frage für sich nun klärt und wir den letzten Schritt, den es jetzt noch zu machen gilt, endlich gehen, bevor wir auch in dieser Frage von den Gerichten eingeholt werden. Warum, Frau Petri, fänden Sie es gut, dass Homosexuelle in Deutschland weiter benachteiligt werden? Na, ich möchte nicht von einer Benachteiligung sprechen. Ich finde auch das Wort Diskriminierung an dieser Stelle nicht angebracht. Denn was wir haben, sind Unterschiede. Das ist richtig. Wir haben einen Unterschied zwischen der Ehe, die immer noch verstanden wird, da stimme ich Herrn Goppel vollständig zu, als eine Einheit aus Vater, Mutter und Kindern. Der Ort, von wem wird das Kinder, so verstanden? Von Ihnen? Ja, von mir, und da bin ich nicht ganz alleine damit. Der Ort, also, wo Kinder auf jeden Fall auf die Welt kommen. Es gibt auch andere Gemeinschaften. Es gibt ja auch heterosexuelle eingetragene Lebenspartnerschaften. Nicht jeder muss heiraten, um Kinder zu bekommen. Aber die Tatsache, dass homosexuelle Paare noch keine Kinder adoptieren können, zumindest in dem Fall der Fremdadoption, das finde ich durchaus nicht diskriminierend. Denn es sollte doch vom Kindeswohl her gedacht werden. Und in vielen Bereichen der Gesellschaft, wenn es ums Kindeswohl geht, geht es darum, dass das Kind beide Eltern braucht. Das ist in der Familienrechtsprechung aus gutem Grund so. Und auch in der Bildung achten wir darauf, dass Kinder, Jungs und Mädchen, Vater, Lehrer und Lehrerinnen in der Schule zu Gesicht bekommen. Und deswegen, wenn wir darüber reden, dass es einen Unterschied gibt, dann bejahe ich diesen Unterschied. Ich finde den nicht schlimm. Und ich möchte auch ein bisschen über die Verhältnismäßigkeit nachdenken. Denn wir reden über eine relativ kleine Anzahl. Sie sagten 80.000. Ich glaube, die Zahlen aus 2013 sind bei irgendwie 35.000 eingetragenen Lebenspartnerschaften und an die 70.000 gleichgeschlechtlichen, aber nicht eingetragenen Partnerschaften. Die sind für mich als Zahl wichtig, aber im Vergleich zu ca. 18 Millionen Ehen stellen sie bei Weitem nicht die Mehrheit. Und ich frage mich, ob das tatsächlich ein derartig relevantes Problem in unserer Gesellschaft aber ist. Aber ich glaube, so denkt man Diskriminierung, dass man hinschaut bei kleineren Gruppen, ob die benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber so sieht es das Grundgesetz vor. Ja, aber die Rechte sind ja weitgehend hergestellt. Wir haben ja selbst gerade schon übereinstimmend festgestellt, dass es außerhalb der Kinderadoption so gut wie keine Unterschiede mehr gibt. Das finde ich in Ordnung. Wer füreinander sorgt, sollte auch an dieser Stelle eine Gleichstellung erfahren. Aber die Ehe ist meiner Ansicht nach mehr als nur eine Versorgungsgemeinschaft. Denn sonst könnte man in der Tat auch darüber nachdenken, diese Institutionen für alle möglichen anderen Formen des Zusammenlebens zu öffnen. Und das ist eine derartig tiefgreifende gesellschaftliche Frage, dass sie öffentlich und kontrovers diskutiert werden muss. Herr Reichert, leben Sie Ihrem Gefühl nach in einer richtigen Ehe? Ja, und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was Sie sagen. Ich werde immer angesprochen, wie es denn in meiner Ehe mit meinem Mann ist. Also ich werde auf die Ehe angesprochen, ich werde nicht auf die Lebenspartnerschaft angesprochen. Ich glaube, dass die Menschen vor Ort viel weiter sind als die Politiker. Und die haben viel sehr, dass die Gleichheit und wichtig ist, dass das klar ist. Wir werden immer gefragt, wie, ihr seid nicht verheiratet. Wir müssen das erklären. Das wird nie von anderen Leuten erklärt. Wir müssen das erklären, weil die Menschen eigentlich davon ausgehen, dass wir bereits verheiratet sind. Und seitdem mir das klar geworden ist, dass die Menschen das auch so sagen, spreche ich ganz eindeutig von meiner Ehe und von meinem Mann. Das Zweite, was ich gehört habe, natürlich das Kindeswohl steht auch immer im Vordergrund, aber ich glaube, Sie müssen sich auch ein bisschen informieren. Es gibt von der Humboldt-Universität 2012 eine Studie, wo deutlich wird, dass Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben, in vielen Dingen sogar noch viel besser versorgt sind als Kinder in heterosexuellen Beziehungen. Und ich glaube, umgekehrte Studien. Ja, aber ich glaube, dass Sie sollten sich wirklich mal deutlich machen. Und Sie sollten mal die Erfahrung machen, die ich jeden Tag mit den Regenbogenfamilien im Rubicon, wo ich arbeite, das ist ein Lesben- und Schwulenzentrum. In Köln. Da sieht man einfach, wie gut das ist und wie schön das sein kann. Natürlich gibt es wie überall in jeder Familie auch da Schwierigkeiten, aber das ist nichts anders. Ich habe die Erfahrung aus der eigenen größeren Familie und ich habe gar kein Problem damit, dass Menschen so zusammenleben, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Aber das ist dennoch immer noch die Frage, ob Gesellschaft zukünftig Ehe so definieren will. Das Zusammenleben, wenn es funktioniert, wunderbar. Bringen wir es auf den Punkt, Frau Petri. Ist eine Ehe erst eine richtige Ehe, wenn sie, wie bei Ihnen, vier Kinder hervorbringt?
Oh nein, eine Ehe ist eine Ehe, wenn Mann und Frau sich zusammentun, auch in der Absicht, nicht natürlich in freier Entscheidung, auch Kinder zu bekommen. Was ist, wenn zwei 70-Jährige sich kennenlernen im Seniorenheim und sagen, boah, das ist jetzt die Liebe meines Lebens, ich versuche es nochmal, ich heirate. Dürfen die das dann in ihrem Denken nicht? Natürlich dürfen die das. Ich meine, es ist ja auch überhaupt nicht gesagt. Da erwarten sie aber keine Kinder mehr, oder? Nein, es ist ja auch nicht gesagt, dass eine Ehe Kinder hervorbringen muss. Ich glaube, das... Nein, ich will es rauskriegen, Frau Petri. Ich will rauskriegen, warum Sie denken, dass der Ehebegriff nur so zu verstehen sein kann. Sie sehen sich ja da, so höre ich Ihnen zu, an der Spitze einer Mehrheitsbewegung. Und möglicherweise ist das gar nicht so, wie Herr Reichert es Ihnen auch schildert. Vielleicht ist die Mehrheit der Deutschen inzwischen schon viel weiter als Sie. Nein, wir akzeptieren beide, dass es die nebeneinander Partnerschaften unterschiedlichster Art gibt. Gibt es überhaupt keine Diskussion? Warum gestatten Sie dann nicht, dass das eine Ehe ist? Es ist ein großer Unterschied, ob Sie nachträglich eine Einheit, die Sie gebildet haben, aus welchen Gründen auch immer, so benennen, unbedingt, aus welchen Gründen auch immer. Nein, nein, es gibt ja die Unterschiede. Nein, ob diese Gemeinschaft, die Sie miteinander bilden, denn zum Ziel hat, dafür zu sorgen, die Generationenfolge sicherzustellen und das alles entsprechend zu leben. Und dieses ist ein Unterschied. Sie können jederzeit sagen, das alles ist als Möglichkeit gegeben. Und deswegen ist übrigens der Kamm-Karrenbauer-Satz ein richtiger, weil Sie gesagt haben, wer anfängt mit der Feststellung, dass wir mit Männern zusammen, Frauen zusammen sein können, warum soll der was dagegen haben, dass die Liebe auch woanders aufkreuzt? Bei Sohn und Vater und was weiß ich. Sie haben drüber geschrieben, Ehe für alle. Deswegen können wir nicht nur Homopartnerschaften diskutieren. Das kann ich aber so nicht stehen lassen. Sie können das nicht so stehen lassen. Es geht hier nicht um das, was Ehe ist, sondern es geht um die Gleichheit. Was Sie gern hätten. Was wir gerne hätten. Was das Grundgesetz genauso sagt. Würden Sie uns hier diskutieren lassen? Das hat ja keinen Zweck. Wenn immer jemand was reinschreit, das überträgt sich überhaupt gar nicht nach außen. Man hört nur, dass da Unruhe ist. Und Sie merken ja, wir diskutieren hier ernsthaft. Vielleicht lassen Sie uns das kurz einen Moment. Würde mich freuen. Sonst versteht man gar nichts. Ich möchte noch mal wirklich, Sie haben sehr bewusst gesagt, vom Grundgesetz gesprochen. Ich bin ein großer Fan unseres Grundgesetzes, weil wir wirklich die Freiheit und die Gleichheit einfach als wichtigsten Punkt einfach da drin stehen haben. Und wenn Sie sagen, dass das christliche Weltbild, Menschenbild dort reinsteckt und nicht widersprochen werden, da will auch kein Mensch widersprechen. Das christliche Menschenbild geht nämlich auch von der Gleichheit aus. Und nur weil Sie von einer kirchlichen Weltbild kommen, ist das etwas anderes als das christliche Weltbild. Und das Zweite ist, dass die Menschen, die vor Ort sind, ja, die das so beschlossen haben, auch mit der Ehe von Mann und Frau und der Familie, aus welcher Tradition sind die denn gekommen? Das Gesetz gegen Homosexuelle ist schon im 18. Jahrhundert geregelt worden. Dann gab es die Verstärkung in der Nazi-Diktatur. Und die Leute haben dann das weitergeführt. Wir haben den Paragraphen 175 bis in die 90er Jahre gehabt. In den 60er Jahren sind die Leute verfolgt worden. Ich kenne selber Menschen, die... Ich doch überhaupt nicht. Aber Herr Reichert, verwechseln Sie nicht eine Gleichstellung gleichstellungsgesetzlicher Art mit Gleichheit? Wir sind nicht alle gleich. Das hat nie jemand behauptet. Und was fehlt Ihnen denn? Sie erleiden doch an der Stelle überhaupt keinen Mangel. Sie können aber in der doch. Form zusammenleben, wie Sie es werden, möchten. So wie mit der SPD, das kann Ihnen ganz gesagt werden. Ich kann Ihnen sagen, wo der Mangel besteht. Ich arbeite mit älteren Lesben und Schwulen zusammen. Vor allem mit den älteren Schwulen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was die Menschen in diesen 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik nach diesem... Aber da sind wir doch gar nicht mehr. Aber natürlich sind wir heute. Die leiden heute noch, weil sie eben nicht diese aber Gesetz vor dem Gesetz führen. Hat sich eine ganze Menge geändert, oder nicht? Es hat sich eine Menge geändert, aber eben noch nicht alles. Und darum geht es ja auch nicht. Doch, die Menschen müssen anerkannt werden in ihrer Gleichheit. Muss es geändert werden, Frau Fahimi? Also zunächst einmal der Grundgesetzartikel, dass alle Menschen gleich zu behandeln sind, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht etc. etc. ist nicht eine Gleichheit.
Gleichmacherei, wie Frau Petri uns das hier vorstellen will, sondern das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Sinne von Gleichheit vor dem Gesetz und Schutz vor Diskriminierung gemeint. So, das zunächst einmal. Lang aber anders. Und der Punkt, der hier zu Recht eingefordert wird, ist, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir zwar ermöglicht haben, dass es überhaupt eine rechtlich geschützte Konstellation gibt, wie eben die Partnerschaft, die eingetragene Partnerschaft, die heute möglich ist, die wir dann auch noch mal ausgeweitet haben, im Übrigen auch gemeinsam mit der FDP, das war nicht nur die rot-grüne Regierung, und die dann aber von den Gerichten uns weiter, wo vor den Gerichten weiter erstritten wurden, weitere Rechte erstritten wurden. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir in Deutschland ein Modell haben für mischtgeschlechtliche Partnerschaft, das ist die Ehe, und wir haben ein Modell für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, das ist die sogenannte anerkannte, eingeschriebene Lebenspartnerschaft, die nämlich nicht für heterosexuelle Paare offen ist. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir zwei rechtliche Definitionen von gemeinsam verbrachten Leben und sozusagen den Pflichten und Rechten, die da drin definiert sind, haben. Das eine für Heterosexuelle, das andere für Homosexuelle. Warum? Das ist, weil die SPD es so eingeführt nein, hat. Nein, nein, wir haben erstmal die Grundlage dafür geschaffen, dass wir heute überhaupt über das reden, worüber wir heute reden aber können. Aber ich finde das interessant, gibt, Frau Fahimi, weil gibt, das hat ja nicht lassen jeder... Lassen Sie mich bitte einmal den Gedanken noch mal zu Ende führen, okay, weil er mir wichtig ist. Und ich finde, hier kommt zu viel durcheinander in der Debatte. Wir sind im Grundgesetz jetzt nicht, wir stehen nicht vor der Frage, ob wir dort ändern müssen, dass die Ehe im Sinne des christlichen Menschenbildes anzupassen ist oder zu verändern ist. Das steht nämlich nicht im Grundgesetz, sondern da steht drin, dass es eine zu schützende Institution ist. Da steht nicht drin, dass es nur für gemischtgeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche ist. Das heißt, es gibt genügend auch rechtliche Bewertungen, dass eine Grundgesetzänderung gar nicht notwendig ist. Darum würde ich mich aber jetzt gar nicht streiten wollen. Der Punkt ist, dass es am Ende doch um eine ganz andere Debatte geht. Es geht um die Frage, ob wir in unserem Bewusstsein endlich anerkennen, dass Homosexualität nichts Abnormales oder Perverses ist, sondern dass es natürlich zum Menschsein dazugehört und dass wir diese Art der Diskriminierung, die es in unserem Bewusstsein doch schon längst gibt, in der Mehrheit der Menschen, dass wir sie endlich abstellen. Frau Fahimi, ich will Ihren Gedanken aufnehmen, das Ganze noch mal ordnen und mich auch kurz ein bisschen reintauchen mit Ihnen, damit man sich das noch mal alles ein bisschen vergegenwärtigt. Denn Herr Goppel, andere haben hier ja schon angesprochen, es hat sich eine Menge verändert. Aber was denn eigentlich? Denn als die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000 das Lebenspartnerschaftsgesetz eingebracht hat, was dann 2001 in Kraft trat, da hat die SPD auch immer wieder begründet, dass es ihr wichtig ist, zu zeigen, dass Lebenspartnerschaft und Ehe nicht das Gleiche ist und auch nicht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes steht. Das hat die damalige Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin mehr als einmal genauso gesagt. Was hat sich seitdem denn grundlegend verändert, dass auch Ihre Partei, die dieses vorangetrieben hat, aber auch an einer Stelle begrenzt hat, mit guten Gründen, dass sich das jetzt anders darstellt für Sie? Naja, das ist eine sicherlich auch galoppierende Debatte, die ich richtig und gut und notwendig finde, wo wir eben die Grundlage dafür geschaffen haben, dass wir heute über eine solche weitere Anpassung reden können. Und ja, es gibt zwei Modelle. Im Übrigen, ich sag mal, ich würde ja auch dafür plädieren, im Zweifelsfall beides vielleicht sogar beizubehalten. Es gibt eben eine doppelte Diskriminierung in beide Richtungen. Sie haben vorhin das Beispiel des Seniorenpaares beschrieben. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung in Frankreich, wo es dieses Modell sozusagen eingetragener Lebenspartnerschaften auch gibt, dass dort Seniorenpaare in wilder Ehe zusammengelebt haben und die eine gewisse innere Hemmung haben, wenn sie nach 40, 50 Jahren ihren Lebenspartner, ihren Ehepartner verloren haben, dann noch mal einem anderen ein Eheversprechen zu geben, weil es natürlich auch um eine sehr individuelle, emotionale Frage geht. Aber es dann einen Run gegeben hat, einen Ansturm gegeben hat auf die eingetragenen Lebenspartnerschaften, die in Frankreich für beide Konstellationen möglich sind. So, und ich finde, dass man auch darüber nachdenken kann, beide Modelle beizubehalten.
Aber es geht darum, ob homosexuelle Paare sich einfach mit allen Rechten ausgestattet das Ja-Wort vom Standesamt auch geben können, weil nämlich das dann nicht mehr notwendig ist, was Herr Goppel vorhin erwähnt hat, dass wir in der Folge ganz viele Gesetze und Verordnungen anpassen müssen, damit es die gleichen rechtlichen Bezüge gibt, wie sie automatisch der Ehe in unserem Grundgesetz zugesprochen werden. Okay, Sie haben gesagt, glaube ich, auf die Frage nach, was hat sich verändert? Gesellschaftlich hat sich unheimlich viel verändert. Ja. Aber da mag ich Ihnen noch mal zu Gehör bringen, was das Bundesverfassungsgericht in mehreren Leitsätzen zu den Urteilen, die jetzt im Zuge der Angleichung gefällt worden sind, festgestellt hat. Zuletzt dann 2014 nochmal, 2012, 2014. Es gab ja 6 Urteile, muss man sich vielleicht auch nochmal vor Augen halten. Aber was Sie immer wieder gesagt haben, ist zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden Änderungen in ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist keine Ehe im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Heißt das also, Sie müssen das Grundgesetz verändern? Von mir aus können wir auch das Grundgesetz verändern, wenn es notwendig ist, um eben einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich für richtig und relevant erachte, um einfach, Gesetze sind doch nicht in Stein gemeißelt, wir haben doch andere Gesetze auch verändert. Und sie haben die Realität unseres Lebens abzubilden und uns nicht zu behindern in dem, wie wir uns entscheiden und entwickeln wollen als Individuen. Und dann muss man im Zweifelsfall gesetzliche Grundlagen auch anpassen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, auch unterschiedliche Verfassungsauffassungen von Richtern zu dieser Frage. Von mir aus können wir auch das Grundgesetz an dieser Frage konkretisieren, damit es darüber keinen Streit mehr gibt. Am Ende geht es doch aber nicht um eine formal juristische Bewertung, sondern um die Frage, wie wir zusammenleben wollen und ob wir anerkennen, dass es schon lange jenseits der Ehe auch im Kindeswohl ganz andere Lebensmodelle gibt und dass eben Homosexualität nicht etwas Abnormales ist, das außerhalb einer solchen Vereinbarung zwischen Mann und Frau auf Leben sozusagen aufs Leben ausgerichtet stattfindet, sondern dass das zum Menschsein gehört und dass wir aufhören mit diesen biologistischen Argumentationen. Müsste das Grundgesetz verändert werden in dem Punkt, Herr Goppel, und wäre Ihre Fraktion bereit? Nach meiner Meinung braucht es eine Definition nach den Urteilen der Verfassungsgerichte von vorher. Und außerdem gilt ein Grundsatz, den beide jetzt zweimal wirklich in Abrede gestellt haben. Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, Gleichheit gibt es nicht, sondern es gibt Unterschiedlichkeit. Und jeder von uns hat das Recht, in seinem Leben das zu machen, was er gerne möchte. Eben. Und dafür tun wir alles. Aber Artikel 3 ist doch dann jeder Mensch ist gleich vor dem Gesetz. Ja, nein, das ist aber unter dem Titel, der erste Artikel heißt Würde des Menschen. Weiß ich. Brauchen wir nicht streiten. Mhm. Und der heißt Unterschiedlichkeit. Und zwar vorm Gesetz ist er gleich, aber er ist genau nicht, darum geht es. Nein, darum geht es nicht. Doch, genau darum geht es. Es geht um die Frage, wie er persönlich diesem Gesetz gegenübersteht. Nein. Und diesem, doch. Also, Sie können dann Mörder entschuldigen, auch nicht, weil Sie sagen, steht nun mal in einer schwierigen Situation. Was Sie machen, ist Menschen, darf mich unterbrechen, ich nicht. Wie geht Menschen das? Und Bürgern das Menschsein und Bürgerrecht abzusprechen, wenn das nicht gleich ist. Aber sicher ist Nein. das so. Nein, das ist Nein. es nicht. Geht's aber wenn es jetzt nicht eine Stunde darüber diskutiert, dann bildet sich jeder wieder seine eigene Meinung. Ja. Wenn meine Definition von Würde stimmt, dann gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Wenn Sie es haben, sind alle gleich. Das ist nicht der Fall. So, Nummer 2. Wurden Gesetze nicht alle Menschen gleich in Deutschland? Nein. Die sind, nein, doch. Es ist, Moment. Ja, genau Moment. Das habe ich gesagt. Nein. Genau das habe ich gesagt. Der erste Artikel heißt, die Würde des Menschen bedeutet, dass jeder von uns Individuum und einmalig ist. Deswegen sind wir übrigens bei der Paragraph zur Abtreibung anderer Meinung als die SPD und andere, weil wir sagen, da ist ein Individuum unterwegs, das wir nicht verhindern dürfen. Ich will nur mal daran erinnern, dass das so ist. Und so gibt es ein paar Grundpositionen, in denen wir grundverschieden denken, weiß ich. Aber jetzt seit 5 Jahren machen wir nichts anderes, als dass wir an die Stelle von Differenzierung von Dingen die Diffamierung des anderen setzen. Und das muss ein Ende haben. Doch, Sie haben vorhin wieder ausdrücklich Dinge erklärt, die längstens abgeschafft sind. Seit 1973, 1994 und 2000.
2000 haben wir dauernd Gesetzesänderungen im Sinne der Aufarbeitung alter Schwierigkeiten. Sie sagen, dramatisch kann keiner damit fertig werden. Das ist nicht wahr. Wahr ist, dass 18 Millionen normal verheiratet sind und dass 35.000... Ja, das ist aber so. Das ist die Norm. Ja. Darf ich? Okay. Entschuldigung, ich will ja doch niemandem was nehmen, weil die Norm da gilt. Ich möchte die Frage stellen, ob jeder deswegen unter die gleiche fällt. Und jetzt noch die mal Frau Kollegin sagt, die Frau Kollegin Fahimi sagt, Moment, die Frau Kollegin Fahimi sagt ausdrücklich, sie ist dagegen. Nein, sie ist einverstanden, wenn das Verfassungsgericht entscheidet. Ich bin der Meinung, das Verfassungsgericht muss entscheiden, wenn ein bestehender Begriff, der 50, 70 Jahre lang gehalten hat, jetzt in Frage gestellt wird in einer völlig veränderten Richtung. Deswegen sind meine Kollegen nicht da, weil die sagen, was soll ich denn? Ich muss da warten, bis das Verfassungsgericht mal entschieden hat, ob wir da noch weitergehen. Aber jetzt, Herr Gobay, einmal nachgefragt, weil das möglicherweise ein bisschen untergegangen ist. Sagen Sie, dass doch nicht jeder Mensch gleich ist vor dem Gesetz? Nein, vor dem Gesetz. Entschuldigung, immer vor dem Gesetz hinten nach. Vor dem Gesetz, denn das Gesetz ist auf alle anzuwenden. Aber es wird jeder gleich vor dem Gesetz, heißt es, wenn eine Untat geschieht, wird sie gleichermaßen geahndet, wobei berücksichtigt wird durch unsere drei Instanzen, dass jeweils der Mensch unterschiedlich sein kann. In keinem anderen Land gibt es die drei Instanzen, nur in Deutschland nach dem Dritten Reich, weil die nämlich gesagt haben, für die Nazis kann bleiben, gegen die Nazis weg damit. Das ist beseitigt worden. Und seitdem haben wir drei Instanzen, in denen man die Klage wiederholen kann, wenn man meint, der Richter war nicht fair genug und hat es nicht gemacht. Also muss es Unterscheidungen geben, die ihren Gleichheitsbegriff in Frage stellen. Also ich glaube, es gibt auch andere Gründe, Frau Fahimi, gegen dieses Gleichheitsargument. Denn wenn wir sagen, alle sind gleich, dann dürfen wir auch keine Förderprogramme, Förderinstrumente haben. Dann wären Frauenparkplätze eine Diskriminierung von Männern. Das sagen wir doch auch nicht. Dann wären Minderheitenschutz oder Behindertenausweise auch ein Problem. Ist nicht jeder Mensch gleich. Das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass wir unterschiedlich sind. Aber die Gesellschaft, das Grundgesetz kann trotzdem entscheiden, gewisse Institute der Ehe unter Schutz zu stellen. Die können gleich erreichert, wenn Sie mich ganz kurz aussprechen lassen, bin ich gespannt auf Ihre Argumente. Also wenn die Ehe ein Institut ist, das schützenswert ist, und das ist in der Tat eine Frage, die gesellschaftlich diskutiert werden muss, weswegen ich persönlich nicht der Meinung bin, dass es allein die Parlamentarier und das Verfassungsgericht entscheiden sollten, sondern ich bin der Meinung, dass wir dazu eine breite gesellschaftliche Debatte und am liebsten auch einen Volksentscheid wie in Irland hätten, der momentan nicht möglich ist, aber ich wünschte ihn mir. Dann könnten wir herausfinden, ob sich die Gesellschaft, die Mehrheit, tatsächlich in der Weise gewandelt hat, wie Sie beschreiben. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Frau Fahimi, dann Herr Reichertz, bitte. Also es ist insofern spannend, weil jetzt deutlich wird, worin sich tatsächlich unsere Haltung unterscheidet. Und mein Menschenbild und mein Rechtsverständnis ist, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen nur in einer Rechtsordnung möglich ist, die ihnen genau diese Wahlfreiheit zugesteht und in diesem Sinne sie schützen muss vor Übergriffen des Gesetzgebers, indem sie sie vor dem Gesetz gleich macht und ihnen gleiche Rechte gibt. Nur dann ist die Verschiedenheit der Menschen auch tatsächlich lebbar. Sonst bleibt sie blanke Theorie. Und das Gesetz, was Sie einfordern, schafft eine Norm der Mehrheit, nach der sich die anderen zu orientieren haben. Das ist nicht mein Verständnis. Das Wesen von Normen, Frau Fahimi, oder? Und von Rechtsverständnis. Nein, das ist es nicht. Oh doch, wenn wir Normen definieren, dann setzen wir den Standard. Nein, wenn Sie sagen, die Norm ist das, was die Mehrheit sagt, ist das nicht mein Verständnis. Sondern aber das Wesen der Demokratie, da sind wir uns vielleicht einig. Also das Wesen der Demokratie können wir in dieser Frage ja gerne mal auch in dem Mehrheitsverständnis gerne mal aufrufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine ähnliche Situation bekommen wie in Irland auch. Sie tun ja so, als ob in Ländern wie Skandinavien, wie den Benelux-Staaten, wie Spanien, Frankreich, den Mehrheiten der US-Staaten, in Malta, ich könnte noch viele Länder aufzählen, überall dort gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe. Und sie tun so, als ob das keine Rechtsstaaten wären und als ob das Hottentottenstaaten wären. Die Frage ist die Adoption. Das sind zivilisierte Staaten, die sich mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Und so wie in Irland, einem zutiefst christlich verbundenen Land, das eher als konservativ gilt, haben an einem Memorandum, noch nicht mal an einer sozusagen klassischen Wahl, sondern einem Memorandum, 60% der Leute teilgenommen. Eine Mehrheit der Gesellschaft, die nicht alle homosexuell sind und haben sich mehrheitlich für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Das dürfen Sie so auch, viel zum Thema Prinzip der Mehrheit in unserer Demokratie. Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber es muss ja hier nicht genauso sein. Welche Rolle spielt die Katholik?
katholische Kirche dabei. Das würde ich auch gerne natürlich mit unserem Gast Herrn Reicherts besprechen, weil er katholischer Priester ist. Selbstständiger katholischer Priester, klären wir gleich, was das ist. Aber hören uns erstmal an, was sein Verein, dem er immer noch angehört und da brav seine Kirchensteuer zahlt, an klarer Haltung in der Frage hat. Eine Niederlage für die Menschheit, Herr Reicherts. Wenn Sie so einen Satz hören, haben Sie dann das Gefühl, dass Sie noch in der richtigen Kirche sind? Wenn ich diese Herren für die Vertreter dieser Kirche, für die ich stehe, sehen würde, dann sicherlich nicht, weil das geht so nicht. Das ist auch nicht der katholische und christliche Hintergrund, den es einfach gibt. Ein katholischer Priester hat meiner Meinung etwas zu tun damit, dass er ganz selbstverständlich mit jedem Menschen, der zu einem kommt, den Weg des anderen mitzugehen, ohne irgendwelche Dogmen, ohne irgendwelches Wissen, ohne missional nah zu sein. Verhältnisse. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Freilich zu später Stunde, aber gut zwei Wochen ist es her, dass die Iren in einer Volksabstimmung gesagt haben, sie wollen, dass zukünftig auch Homosexuelle eine Ehe eingehen können. Und zwar nicht irgendwas dazwischen, sondern eine Ehe im klassischen Sinne. Und das hat auch hierzulande die Debatte um die Homo-Ehe oder besser die Ehe für alle neu entfacht. Und wir führen sie auch mit der Generalsekretärin der SPD, Jasmin Fahimi. Mit Frauke Petri aus dem Bundesvorstand der AfD. Bei uns ist der CSU-Politiker Thomas Goppel und der schwule katholische Priester Norbert Reicherts. Herzlich willkommen. Morgen, eigentlich muss man sagen, heute schon, ist die Ehe für alle Thema im Bundestag. Freitag dann auch im Bundesrat. Und womöglich bekommen wir hier irische Herr Goppel, Sie können sich vorstellen, dass uns die versammelte Führungsriege der Union hier geradezu die Tür eingerannt haben. Wir haben sie alle abgelehnt, Herr Kauder, Herr Bouffier, alle, wie sie bei uns unbedingt rein wollten, Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Tillich, Herr Laschet, nee, war ein Spaß. Tatsächlich ist niemand gekommen. Sie sind hier, das finde ich super, finde ich wirklich klasse. Aber haben Sie eine gute Erklärung für den kollektiven Tauchgang der Unionsführung? Ich finde schon. Soweit ich das beurteile und mitkriege, und ich bin jetzt 68 Jahre alt, also ein ordentlicher Brocken, die ganze Zeit dabei gewesen, habe ich mitbekommen, dass in Deutschland in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich ganz unglaublich viel sich entwickelt hat in Richtung von Gleichbehandlung aller Erwachsenen. Und da ist der erste Unterschied spürbar. Ich habe nichts dagegen, dass alle Erwachsenen gleich behandelt werden und jeder, der gerne seine andere Vorliebe, sich mit anderen zu treffen, wie auch immer, ausleben will, kann das, ohne Schwierigkeit. Die letzten Hürden dazu werden gerade mit 30 Gesetzesänderungen genommen. Ob es die letzten sind, weiß ich nicht, das wird sich herausstellen, wenn man diskutiert. Aber es war ein Riesenbrock von Gesetzesänderungen, der ansteht und der, glaube ich, miteinander gut bewältigt wird, auch mit der Union. Worum es geht, am Ende sind die zwei Unterschiede. Der eine ist eine Ehe ein eigenes schützenswertes Institut und ist das Adoptieren von Kindern ein Problem, ja oder nein? Die darüber zwei bleiben, sonst nichts. Darüber kann man ja auch diskutieren. Warum kommt keiner aus der CDU und CSU? Das weiß ich nicht, weil die miteinander in der Diskussion stehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich komme, weil ich der Überzeugung bin, dass die Position vertretbar ist und dass man sie nachhaltig vertreten kann, jenseits davon, dass ich nicht einen einzigen ankreide, dass er anders denkt als ich. Damit man es recht versteht. Ich komme überhaupt nicht an die Idee. Ja, selbstverständlich. Unterstellen Sie Feigheit? Nein, unterstelle ich nicht. Sie haben Feigheit, sich öffentlich zur Diskriminierung von anderslebenden Menschen, von homosexuellen Menschen zu äußern? Wenn überhaupt, dann ist es Abwartehaltung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die in der Diskussion das, was sie ja in der Öffentlichkeit auch sagen, nämlich die Behandlung durch das Verfassungsgericht und durch andere Institutionen, abwarten wollen, bevor sie eine politische Entscheidung treffen. Und dazu trägt also lassen die sich treiben vom Gericht und sind bis das nicht entschieden hat, ein bisschen orientierungslos? Nein, es gibt eine ganz einfache Regelung. Wir haben 1945 ein Grundgesetz verabschiedet mit 4/5 aller Deutschen, Entschuldigung, 3/4, ich will niemanden klein machen, schon gar nicht, Frau Petri, Sie. Aber die 3/4, die da sind, die haben 1945 ohne jeden Widerspruch, nicht von Kommunisten, von niemandem, auch von den Betroffenen nicht, keine Einrede gesagt, wir nehmen das christliche Menschenbild als Grundlage und nehmen das als Basis. Und in dem christlichen Menschenbild steht drin, dass die Ehe eine bestimmte Einheit ist und diese Einheit, Ehe im Sinne von Familie, Vater, Mutter und Kind,
Das ist etwas, was verändert werden kann durch das Verfassungsgericht oder durch zwei Drittel Bundestag. Ich weiß, dass es manchem lieber wäre, es würde der Bundestag machen. Wir sind der Meinung, es ist eine so grundlegende Entscheidung, das höre ich in der Union jedenfalls und nehme das ernst. Eine so grundlegende Entscheidung kann man nicht einfach nur so im Vorübergehen der Tageslaune entsprechend entscheiden. Und Sie haben ja mit der Tageslaune angefangen. Irland hat gerade Laune und deswegen wollen wir auch. Und da mache ich nicht mit. Na, ich habe nur gesagt, genau, wir haben eine Volksabstimmung gemacht und das hat die Debatte neu angefangen. Und jetzt hängt es da ganz davon an. Ich weiß, Sie können so charmant lachen, dass man genau weiß, was Sie denken. Es ist gut, dass ich das mitkriege. Frau Fahimi, dann lache ich Sie jetzt kurz charmant an und wende mich darüber. Verhält sich die Bundesregierung hier diskriminierend, weil sie eingetragene Lebenspartnerschaften bislang immer noch nicht der Ehe gleichgestellt hat? Es gibt einen Auftrag an die Politik, ganz eindeutig, dass wir hier zu einer Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften bzw. Ehen finden müssen. Der Auftrag, finde ich, ist sehr eindeutig. Und ich muss doch ein bisschen widersprechen, das ist nicht eine... Darf ich noch mal nachfragen, verhält sich die Bundesregierung, zu der die SPD gehört, hier diskriminierend? Nein, wir verhalten uns nicht aktiv diskriminierend. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir als SPD uns wünschen würden, diesen letzten Schritt, um den es geht. Und ich würde das korrigieren, was Herr Goppel gesagt hat. Es geht in der Tat nur noch um die Frage und um die Unterscheidung im Wesentlichen des vollen Adoptionsrechts, dass wir das einräumen sollten. Und da hat die SPD eine klare Position. Wir haben überhaupt erst die Grundlage geschaffen. Weil, dafür, noch mal, dass ich will auf das zurück, was wir im Film ja gezeigt haben. Es gibt einen Entschließungsantrag des Bundesrats am Freitag, den die SPD geführten Länder vorantreiben. Und meint sich aber selbst, wenn sie sagt, der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die weiterhin bestehende Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Paare zu beenden. Also sehen Sie eine bestehende Benachteiligung. Deshalb habe ich Sie gefragt, es gibt eine bestehende Benachteiligung. Das sehe ich so. Und warum ändert die Bundesregierung das mit Hilfe der SPD? Das ist unser Wunsch als Bundesregierung, das auch zu ändern. Nur wir stellen die Bundesregierung nicht alleine, sondern wie bekannt ist, sind wir der kleinere Partner in dieser großen Koalition. Und in einer blöden Situation. Haben das auch in den Koalitionsverhandlungen bereits versucht zu erstreiten. Wir haben sogar eine Verhandlungsrunde daran scheitern lassen und mussten am Ende so etwas, ich sage das mal, wie eine Güterabwägung.